Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde DSA 5, Klingen der Nacht. Und heute mit dabei, wo fange ich denn heute mal an? Ich fange heute mal rechts unten an. Die Leopardin 202 als Ilva. Und guten Abend. Ja. Finde den Knopf nicht, ja. Finde den Knopf. Ja, und der Pölle spielt uns heute Goswin Allebrecht. Und hat den Knopf sofort gefunden. Yay, richtig cool. Und Rerion als Lotier von Frigorn. Es gibt immer einen Morgen. Last but not least, Feder als Ikayu. Helden sterben. Mehr sage ich dazu nicht. Ja. Ja, wir befinden uns, wie es sich für DSA gehört, in Aventurien und in seines Zeichens in Aventurien im Norden. Und zwar hier in der Bernsteinbucht. Und unsere Helden haben den Fall des kleinen Dorfes Friesow miterlebt. Das wurde von Dunkelelfen angegriffen. Sie haben den Flüchtlingstrack geleitet und allerlei Abenteuer erlebt. Wie ihr an dem 30. Teil dieser Serie jetzt schon herauskriegt. Neigen wir uns dem Ende zu. Das heißt, wenn ihr den Rest noch nicht gesehen habt, solltet ihr vielleicht irgendwann mal nachschauen oder so. Aber ich zumindest die ganzen Abenteuer, die die Helden unterwegs erlebt haben, zähle ich jetzt nicht alle nochmal auf. Es waren viele interessante Sachen dabei. Ihr Weg hat sie zurückgebracht in das Ruinendorf Friesow und dann über die zugefrorene Bernsteinbucht, denn wir spielen im Winter, was besonders schwierig ist heute für die Immersion, denn heute ist es schwül warm draußen im Sommer 2019 und sie sind über diese zugefrorene Bernsteinbucht zu einer geheimen mystischen Stätte gelangt unter dem Meer, einer versunkenen Insel, wo die Chakragar, die Dunkelelfen, ihre Lager aufgeschlagen hatten und ganz unbedarft und ohne dass sie mit Eindringlingen oder so etwas gerechnet haben, haben sie sich da niedergelassen und beschwören anscheinend einen Dämon. Und unsere Helden sind eingedrungen durch den steinernen Wald dieser Insel hindurchgeschlichen, haben sich an einem Eisigelfeld vorbeigemogelt, an einer Rotte Zombies vorbeigemogelt, haben waghalsige Klettermanöver absolviert und haben eine Dunkelelfe gerettet, die sie vorher kennengelernt haben, nämlich Eisblüte. Ihres Zeichens auch eine Trägerin eines Himmelslichts, denn die Himmelslichter sind magische Artefakte, die unsere Helden zwischendurch immer mal wieder eingesammelt haben. Und es sollten noch zwei Artefakte fehlen, nämlich das eine von der gekidnappten Eisblüte, die sich gegen ihr eigenes Volk gestellt hatte. Und das zweite sollte bei einem Chakragar namens Schmerzbringer sein. Und auch den haben die Helden beim letzten Mal kennengelernt und haben ihn ausgeschaltet. Das heißt, sie haben alle Himmelslichter inzwischen zusammengesammelt. Und yay. Ja, und Goswin hat sogar noch versucht, das Ritual der Dunkelelfen zur Dämonenbeschwörung zu verhindern. Allerdings hat er es nur ein bisschen gestört und hat es leider nicht verhindern können. Während Lothir und Ilva ein Ablenkungsmanöver starten wollten, um die mit den Chakragar verbündeten Yetis, also ein Yeti-Stamm ist mit ihnen verbündet, abzulenken oder auch die Zombies, die das Lager umwandern, irgendwie abzulenken, damit Ikayu und Goswin fliehen können mit der Dunkelelfe. Goswin ist nun in Eulenform halt auf den Beschwörer losgegangen, was ja ein bisschen in die Hose gegangen ist. Und Ikayu ist schwer beladen mit Eisblüte
und kriegt gerade noch so diesen durchs Mark dringenden dämonischen Schrei mit, der durch diese eisige Höhle, ich nenne es mal Höhle, weil es ist halt aus Eis formiert, unter dem Meer, dringt und wenn sie sich umschauen würde, was sie, wie ich sie kenne, nicht tut. So neugierig ist, was sie reingeht. Ich bin total aufmerksam im Gegensatz zu den Fusselköpfen da. Natürlich gucke ich mich um. Ja, also wenn du dich danach umsiehst, dann wirst du natürlich die Menge dieser Chakragar-Beschwörungszirkel wirst du sehen und die schwarze, neblige Gestalt, die du schon einmal gesehen hast, nämlich als Goswin den Dämon aus Lothia hinausgebannt hatte. Doch diesmal ist er um einiges größer. Und ich muss, glaube ich, hier mal bei Skype ein paar Servicetöne ausschalten, wie es heißt. Moment. Wir werden alle sterben. Haltet euch bereit. Die Zeichen sind eindeutig. Bald ist es soweit. Ach, immerhin hat Goswin das getan, was er am besten kann. Vielleicht Magie und schwierige Rituale verpfuschen. Wir werden alle sterben. Traurig, aber wahr. Ja, also dieses Ding, was aus diesem Ritualstein herausbricht, hat starke Ähnlichkeiten mit dieser nebligen, schwarzen, abgrundtief bösen Gestalt, die Ikayo schon mal gesehen hat. Es hat viele Hörner und Goswin hatte Ikayo ja schon mal gesagt, dass je mehr Hörner ein Dämon besitzt, desto mächtiger ist er. Und dieser hat viele Hörner. Wagst es gerade gar nicht zu zählen, weil dein Blick sich wieder in dieser unendlichen, niederhöllischen Schwärze verliert und dich ein bisschen erstarren lässt vielleicht. Der Dämon und die Chakragar nehmen keine Notiz von dir, du bist abseits von dem allen, aber du siehst es halt. Und du siehst diese Eule, die über dem Ganzen kreist und auf die einige der Dunkelelfen gerade mit ausgestreckten Panzerhandschuhen zeigen. Während auf der anderen Seite des Plateaus ein Brüllen lossteht, ein fjarnischer Kampfschrei, wahrscheinlich. Denn ihr hattet ja dieses Signal gegeben zur Ablenkung und ich meine, mich erinnern zu können, dass Ilva auch schon eine Attacke starten wollte. Und die Rampe, die von dem Plateau herunterführt, die Ikayo eigentlich nutzen wollte, um Eisblüte herunterzutragen, ist der Weg versperrt mit einigen von den Yetis. Und das ist die Situation. Ilva und Lothir müssten an den Zombies vorbei und an den Yetis vorbei. Ikayo hat die Wahl, entweder die Rampe runter, dann müsste sie halt mitten durch die Gegner durch die Yetis oder halt versuchen, die Klippe wieder herunterzuklettern und das mit der verletzten Eisblüte. Und was aus Goswin wird, der da oben herumflattert, wenn die Dunkelelfen irgendwann darauf kommen, vielleicht mal ihre Bögen zu ziehen, das will sich niemand ausmalen. Ja, vielleicht sind die Dunkelelfen ja blöd. Es könnte sein, ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Man hört das Schuhu der kleinen Eule nicht, weil das Brüllen des Dämons viel lauter durch dieses Eishalle schallt und es geht auch ein Beben durch den steinigen Boden, denn hier ist ja alles noch steiniger, als es Stein ist. Ist ja alle, selbst die Bäume waren ja aus Stein gewesen. Und auch die Zombies setzen sich bei Ilva und Lothir gerade in Bewegung, haben Ilva anscheinend gesehen. Jetzt, wo sie den herausfordernden Schreier von sich gegeben hat, und setzen sich langsam und bedächtig, wie es sich für Zombies gehört, in Bewegung. Und ich würfel mal kurz. Moment, wo ist mein Gesichtswürfel? Den habe ich Con in den Koala gepackt. Den habe ich noch nicht wieder ausgepackt. So. Guck ich mal für die Yetis, ob sie denn Ikayo wahrnehmen überhaupt, weil die Chakragar nehmen Ikayo gerade nicht wahr, die sind mit Goswin beschäftigt.
Aber auch die Yetis nehmen dich nicht wahr gerade, sondern schauen zu dem Kampfgeschrei. Also die einen schauen Richtung Dämon und sind auch du super beeindruckt. Und die anderen schauen auch zu dem Kampfgeschrei von Ilva herüber. Und es mischt sich über dieses übernatürlich niederhöllische Brüllen des Dämons dieser fjarnigische Kampfruf, der etwas leiser ist als der Dämon, aber auch ein bisschen beeindruckend. Don't mess mit den Fjarnigern, also würde ich von abraten. Ja, ich bin gerade nicht mehr sicher, wohin meine. Ich weiß auch noch, dass ich attackieren wollte am Ende der letzten Session, aber ich bin nicht mehr sicher. Irgendwie hattest du da auch schon gesagt, dass die Yetis Ikayo gesehen haben. Und ich glaube, mein erster Impuls wäre tatsächlich jetzt gar nicht unbedingt auf die Zombies zuzugehen, sondern Richtung Yetis, die Ikayo im Weg stehen. Die Zombies stehen blöderweise zwischen Yetis und dir. Also doch Zombies schnetzeln. Das kann ja nichts dafür, dass sie dazwischen stehen. Okay. Ja, das ist okay. Das ist okay. Ich habe da auch keine Bedenken beim Zombies schnetzeln. Keine ethischen Zurückhaltungen oder so. Also stürmst du vor und Lothir... Ich stürme vor. Lothir, das war ja so geplant, ne? Da warte ich auch drauf, dass der Feuerpfeile auf das Lager schießt und da auch noch mal eine zweite Unruhequelle, abgesehen von schreiender Fjarnigerin, irgendwie herstellt. Ja. Okay, was ist der Plan bei Goswin? Schnell verschwinden? Oder? Also ich meine, ich habe da oben ja einen relativ guten Überblick, glaube ich, ne? Ja. Ich meine, ich bin eine Eule, ich kann im Dunkeln ganz gut sehen. Ich tippe jetzt mal darauf, die erhöhteste Position von allen. Naja, der Dämon ist fast, der kommt so auf deine Höhe hoch, wenn er sich aufrichten würde, aber tut er gerade nicht, weil er gerade erst aus diesem Stein herausquillt. Was sagt mir denn mein begrenzter Verstand? Kann ich noch irgendetwas tun, um diesen Dämon in die Suppe zu pfuschen? Du bist kein Bannmagier und schon gar kein Beschwörer, also... Nee, ich bin überhaupt nichts außer einer Eule im Moment. Ja, und das ist auch das erste Mal, dass Goswin dieses Ding überhaupt sieht, ne? Die anderen haben es ja vorher schon gesehen, du nicht. Ja, ich glaube, gut, dass ich keine Hose anhabe, in die mein Herz rutschen kann. Moment. Ich meine, Lothir war der Einzige, der den Dämon noch nicht gesehen hat, weil er ja hinten aus ihm rausgesickert ist. Aber wir, die vorne standen am Ritual, haben den alle gesehen. Goswin hatte den, glaube ich, auch nicht gesehen. Nee, ich hatte den wohl auch nicht gesehen. Aber mein Mut sagt mir, reiß dich zusammen, Kollege. Du musst jetzt hier noch ein bisschen durchhalten und die Aufmerksamkeit auf dich lenken, damit Ikayo und Schleppelfe fliehen können. Mhm. Ja, apropos, Ikayo hat die bewusstlose Eisblüte im Arm, am Arm, auf dem Rücken, wie auch immer. Wie transportierst du sie? Ich hatte tatsächlich meinen oberen Fellüberwurf ausgezogen und schleife sie so ein bisschen hinter mir her, weil ich sie nicht gehoben bekommen habe beim letzten Mal. Und Ikayo, als sie diesen Dämon sieht, da brennt bei der gerade eine Sicherung durch. Und ihr einziger Gedanke ist, Gofan, Liska, Firun, egal wer, nehmt meinen Körper, nehmt meine Seele, aber sorgt dafür, dass dieses Ding nicht diese Höhle verlässt. Das ist tatsächlich. Das hatten wir doch ein paar Mal schon. Ich weiß, aber es ist ihr egal. Dieser Dämon ist ihr absoluter Albtraum. Sie kann nicht anders. Also wenn es gibt zwei Ängste in ihrem Leben. Einmal, dass ihre Familie und ihre Freunde hier abgeschlachtet werden. Und das zweite ist dieses Vieh. Also noch ist sie nicht so verrückt, dass sie sagt, sperrt mich und den zusammen in die Urne und dann machen wir mal ein paar hunderte Jahre lang mal Boxen oder so, ne? Sondern sie sagt halt einfach, sorgt dafür, dass der dieses blöde Ding nicht verliert. Und wenn das scheiß Meer über uns hereinbricht und wir alle ersaufen, das ist mir sowas von egal gerade. Aber sorgt dafür, dass der nicht aus dieser Höhle kommt. Bitte, 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 bitte.
Und ich werde versuchen, so weit wie möglich diese Schanze tatsächlich runterzukommen, um an einem flacheren Hügel seitlich ins Lager runterrutschen zu können mit Eisblüte, weil ich kann mit ihr nicht die Klippe runterklettern. Deswegen werde ich halt auf der Schanze so weit wie möglich nach unten laufen, bis ich halt irgendwie seitlich ins Lager runterrutschen kann. Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt, weil ich kann nicht gegen Yetis kämpfen. Ja, die stehen an der Rampe. Ich kann nicht gegen den Dämon kämpfen. Ich kann gar nichts, ich kann doch nicht mal Eisblüte heilen. Die Yetis stehen an der Rampe und versperren dir damit den Weg ein wenig. Du könntest natürlich versuchen, mit Geschwindigkeit einfach an denen, weil die auch gerade von dem Dämon ziemlich beeindruckt sind oder von der anstürmenden Fjarnigerin. Beides wahrscheinlich. Wie gesagt, die eine Hälfte da, die andere Hälfte da. Könntest versuchen, das Chaos zu nutzen und an ihnen vorbeizuschlüpfen. Also. Oder du gehst halt über die Klippe. Wie schätze ich das denn ein, dass ich da durchkomme? Weiß ich nicht. Du schätzt ja, ist ja dein Charakter. Kann man. Ich habe die Situation ja beschrieben. Das ist die Rampe, die runtergeht. Yetis stehen auf der Rampe. Dahinter sind die Zombies und dann kommt Ilva. Also noch sind da Zombies. Ich denke, mal gucken. Ich würde jetzt gerne Magie irgendwas Nützliches beitragen können zu dieser Szene. Sieht das so aus, als würden die Yetis sich in naher Zukunft irgendwie wegbewegen von der Rampe? Die einen starren gerade mit ein bisschen offenem Mund zu dem Dämon und die anderen genauso fast der gleiche Gesichtsausdruck Richtung Fjarnigerin, die alleine auf die Zombies zustürzt. Ich tue mein Bestes, da möglichst viel Spektakel zu machen, ne? Gibt's da irgendwas, was ich als Schlitten missbrauchen könnte? Ein Schild, eine Leiter, ich weiß es nicht. Ich habe gerade eine böse Idee. Also der sagt ja, aber der hat so einen bösen Blick. Er sagt, sag du mir, was der böse Blick sagt. Also da findest du was, aber was? Scheiße. Okay, was ist mein Intelligenzwert? Fuck! Ja, wahrscheinlich steht da irgendwie so ein Endurium-Schild rum, ne? Ja, bestimmt. Fuck me! aber das ist gerade echt die beste Idee, die ich habe. Also Eisblüte auf das Schild und dann wie auf einer Bobbahn nehme ich Anlauf und dann, solange ich auf Eisblüte bin, muss ich das Ding ja vielleicht nicht anfassen und dann gib ihn zwischen den Yetis durch. Was soll ich denn sonst tun? Hast du nichts gelernt aus den letzten 30 Sitzungen? Nichts! Du machst alles, was wir schon falsch gemacht haben, schon wieder alles! Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, ey. Ich weiß es nicht. Ja, die einzigen Schilder. Also, ich glaube nicht, dass die Chakra gar normale Schilder haben, die ich benutzen könnte. Also. Ja. Ikayu greift sich ein großes Schild. Ich weiß ja, auf was ich achten muss. Ich hoffe es. Ja, gut, dann fangen wir doch mal einfach mal an bei Lothir mit seinen Brandpfeilen, die er vorbereitet hatte. Sitzt und kauert ja immer noch hinter der Deckung. Keiner hat ihn bis jetzt wahrgenommen. Mhm. Und wie sieht das jetzt aus bei Lothir? Ja, da er auch sicher gehen wollte, hat er erstmal ein kurzes Stoßgebet zu Ingrim gesendet und dann schnippt er mit den Fingern und es entsteht heiliges Feuer in seiner Hand. Und damit zündet er erstmal zwei Pfeile an und schießt die schön in das Lager, weil er hofft, dass heiliges Feuer vielleicht sogar ein bisschen besser brennt. Hm. Also einfach ziellos irgendwie Hauptsache weit und auf das Plateau hoch. Da die Chakra bisher jetzt nichts irgendwie mit Sprengungen oder dergleichen zu tun haben, also kein Hülala Feuer benutzen, wäre das natürlich ein Ziel, wenn sie es tun würden, was sie bislang nicht getan haben. Also würde er vermutlich auf besonders auffällige Zelte oder so schießen, wenn er da irgendwas sieht. Ja, du siehst die Kuppen von Zelten auf jeden Fall. Also, ja. Also, wenn du grob da drauf schießen willst, dann verlange ich dir auch keinen Wurf oder sowas ab. Das sollte dir auf jeden Fall gelingen. Und so schwirren die ersten Brandpfeile über Ilva hinweg, die ihre Axt schwingend auf die Zombies zuläuft. Ja, dann. Was ist der Plan, Ilva? Einfach ohne Sinn und Verstand auf sie nieder und auf
dran drauf drüber oder wie? Nein, der Plan ist, also wie viel Sinn und Verstand das nachher hat, das ist nochmal ein zweiter Punkt, aber der Plan ist, die so weit wie möglich irgendwie auch wegzulocken. Ich versuche sehr viel Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Ich schreie, wer mir zu nahe kommt, wird sofort weggesägt. Also bei allem, dann kommt die Axt mit Geschmackes einfach irgendwie auf den Kopf oder irgendwie so, dass ich vermute, dass die wirklich dann auch kaputt sind. Aber ich würde, glaube ich, der erste Punkt ist Aufmerksamkeit generieren. Schreien, die Menge auf mich zuziehen und nach Möglichkeit so, dass sie von diesem Weg Rampe irgendwie weggehen. Ich will einen Weg schaffen für Ikayu und Goswin. Also läufst du zur Seite von der Rampe weg? Ich laufe eher zur Seite weg, schreie, versuche irgendwie möglichst viel Aufmerksamkeit zu kriegen und jeder, der mir irgendwie zu nahe kommt, ist tot. Hoffentlich. Okay. Dann läufst also du jetzt quasi tot. Aus eurem Versteck heraus, quer an der Rampe vorbei. Und ein Zombie ist auf jeden Fall schon mal im Weg. Den kannst du mal attackieren, ohne dass wir jetzt in eine Ini-Phase gehen. Yay. Jawollo. Gucken, so ein Zombie, der sich verteidigen kann, der Zombie. Schaden. Kann er nicht? Yeah. 18, nicht wirklich. Yeah. Kampfzombie. Verteidigt sich mit einer 18. plus 8. Schaden. Jo. Da kann sich doch sehen lassen, wa? Ja, die Axt, beschreib mal, was die Axt macht. Mit 16 Schaden. Mit 16 Schaden, ich habe die so über den Kopf geschwungen und habe ihm die praktisch ziemlich auf den Schädel krachen lassen. Und da der schon ein bisschen angefault war, war das vielleicht alles ein bisschen weicher. Die kracht ihm tatsächlich mittig in den Kopf rein und macht ihm einen sehr tiefen Scheitel. Der dürfte dann erledigt sein. Goswin, außerhalb der Initiativrunde, letzte Möglichkeit, irgendwas noch zu machen. Ja, weißt du was? Ich mach noch mal einen Sturzangriff auf den Beschwörer. Ich bin jetzt gerade da in der Nähe. Vielleicht reißt das ja was. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich damit auch Aufmerksamkeit generieren, denn es nützt ja Ikayu überhaupt nichts, wenn die Yetis zur Seite geräumt werden und sie von hinten von Bögen erschossen wird. Das ist richtig. Also mach ich mal so eine Attacke. Und das könnte sogar gelingen. Ja, der ist ja jetzt sich bewusst, dass du da bist. Das heißt, er kann sich auch verteidigen. Ja, soll er. Aber so nicht. Umso besser. Soll er patzen. Schön. Nein, wo ist mein Spielleiterbildschirm? Nicht Bildschirm. Spielleiterbildschirm. Haha. So, wo ist denn die Patzer-Tabelle? Still, Verteidigung. Kritischer Patzer bei Verteidigung. 1W6 plus 2 Schadenspunkte. Ist da vielleicht ein Effekt, der beschworene Dämonen explodieren sofort oder so? Der wurde bitte? In der Edition doch angefügt. Ich bin mir ganz sicher. Ja, in den Editor. Das haben die gesagt. Ja, jawohl. So, und jetzt kann der Goswin auch noch Schaden machen, nachdem der versucht hat, mit der Keule nach dir zu schlagen. Und ja, ich vermute. Leicht aus. Ja. Ich vermute, mehr als 1W6 oder 1W6 plus 2 oder so werde ich da nicht machen als Eule. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber das sind ja nur meine kleinen. Ja, der versucht mit diesem klobigen Ding nach dir zu schlagen, trifft dich nicht, du triffst ihn und prallst von der schweren, was heißt schwer, so schwer ist die gar nicht, aber von der Platte, die er trägt, ab. Ja,
Und es gibt fiese Geräusche unter deinen Eulenkrallen oder an deinem Eulenschnabel, je nachdem, was du benutzt hast. Ja, das ist gut. Das weckt wieder mehr Aufmerksamkeit. Ja. Das gehört alles zum Plan. So, EKU, außerhalb der Inni-Runde. Letzte Chance, irgendwas noch zu machen. Du filtest gekrallt, Eisblüte Schlitten draufgelegt. Schlitten fahren, es geht rauf und runter. Wie gesagt, wie auf einer Bobbahn nehme ich Anlauf und dann schmeiße ich mich bäuschlings auf die drauf und dann geht's die Rampe runter. Mhm. Okay, dann mach mal eine Körperbeherrschungsprobe. Oh, fuck. Okay, was habe ich denn da? Konsti, Körperkraft. Das heißt, ich würfel auf die 14, 12, 12. Mhm. Kann nur gut werden. Okay. Wenn ich da 3 drin habe, habe ich es geschafft. Körperbeherrschung? Mhm. Oh, ich bin ein junger Gott. Ich habe 3 Qualitätsstufen über. Ja. Ikayu greift nach diesem Schild, legt das Schild auf den Boden, schmeißt Eisblüte auf das Schild, nimmt Anlauf und dann mit zu zweit auf diesem Schild fahrend, schlitternd Richtung Yetis, die dich immer noch nicht ganz bemerkt haben, aber spätestens gleich werden sie dich wohl bemerken mit der Aktion. Darf ich eigentlich dann einen Passierschlag machen, wenn ich an denen vorbeisause? Du kannst sie umkegeln. Umkegeln, genau. Ja. Versuch den Yeti umzukegeln. Ja. Aber ich würfel jetzt erstmal den Gesichtswürfel nochmal fürs Anfassen des Schildes, weil du bist ja vorbelastet. Was ist das? Noch ist er ganz nett zu dir. Okay. Ja. Ich spüre die Präsenz. Ja, definitiv. Ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe. Und noch ist das so ein Nein, 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 nein. Konzentrier dich. Gut, dann geht's ab. Alle mal Initiative. Yay, Initiative. Dann schreibt ihr mir am besten in den Skype-Chat rein, welche ihr habt. Goswin ist schnell. Uhu. Mir fehlt nur noch Dererion. Und Delot hier damit. Ja, sorry, ich hatte gerade Standbild. Ich habe nichts mitbekommen die letzten 30 Sekunden. So. Würfel mal ein W6 und dann dir dann Initiative wert. Ja, ich hab's mir jetzt schon gedacht. Roll Initiative. Okay. Ja. Gut, das Erste, was passieren wird, Goswin, wie mitgenommen hat dich diese Attacke? Also wie ablenkend ist so ein Sturzflug und so ein Angriff auf den, also kriegst du noch mit, was um dich herum passiert, oder? Ja, also ich denke schon. Ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Eulen das so wie in der Dokumentation machen, ja, dass die so anfliegen und dann so kurz vorher so, ne, so abstoppen und dann mit den Klauen so zack. Ja. Dann, und dann mache ich Kratzerei und. Ja, merkst du, dass einige der Chakragar nach ihren Bögen greifen? Und dann ist Lothir dran. Und gleichzeitig, bevor das alles passiert ist, sind natürlich noch Brandpfeile in die Zelte eingeschlagen und es fängt an zu brennen. Goswin auch mit. Ja, dann würde Lothir erstmal hinter Ilva ein Stückchen herhechten. Mhm. Hä, nein, du sollst aus deiner Deckung Feuerpfeile schießen. Oh, ein Stückchen hinterher. Typ, halt dich an Plan. Also gehst du aus der Deckung, ja. Mein ursprünglicher Plan war ja, sich jetzt gar nicht aufzuteilen. So. Und
Dann wird Lothir mal einmal den Stab, vielmehr den Speer kreisen lassen. Dann gen Himmel gucken oder da, wo der Himmel halt wäre. Decke der Norden ist des Eises, ja. Der Norden ist für die Lebenden. Und dann würde ich den kleinen Schutzsegen wieder Untote wirken. Das heißt, um mich herum bildet sich eine kleine, schillernde, 4 Schritt durchmessende Kuppel, die von Untoten nicht so ohne weiteres betreten werden können. Also von hirnlosen Untoten, das ist ganz wichtig. Also alles, was nicht dämonisch pervertiert ist von Untot, kommt da nicht so ohne weiteres durch. Alles klar. Und die versuchen auch, die Kuppel zu meiden. Also die gehen eher um mich herum. Okay. Bin ein Stückchen jetzt raus und dann würde ich da wieder dann auf den Bogen wechseln und in der nächsten Runde wieder Brandpfeile schießen. Alles klar. Gut. Als nächstes ist Goswin dran. Ja, da ich ja jetzt die relativ ungeteilte Aufmerksamkeit haben dürfte, hebe ich mich wieder in die Lüfte und versuche so viel Raum wie möglich jetzt zwischen mich und die ganzen Elfen zu bekommen, damit ich auch einen Überblick habe, damit ich weiß, wie weit ist denn die Kaio jetzt langsam, wie viele Leute haben da. Also erstmal nach oben, ne? Ja, genau. Ist knapp unter die Decke. Ja. Okay. Ich habe übrigens noch einen vergessen in der Indie-Reihenfolge. Moment. Und dann hältst du Ausschau nach Ikayo da oben, ja? Ja, also ich versuche, wenn es geht, einen Gesamtüberblick auch zu kriegen. Wie viele Elfen sind das denn da jetzt, die ihre Bögen gezogen haben? Und, ja, also du kannst gut 2 Dutzend ausmachen. Alles klar. ja, dann weiß ich auch schon, in welche Richtung ich als nächstes fliege. Und das bringt mich einen weiter. Ilva und Ikayo sind gleichzeitig dran. Einigt euch mal. Das passiert sowieso gleichzeitig, aber eben. Ja, mein Plan ist ja klar, ne? Ich schnetzel Zombies weg, die sich zu nah ran trauen und versuche Aufmerksamkeit zu erregen. Da ändert sich jetzt auch Attacke. Eine Runde später nichts. Genau. Jawohl. Sieht gut aus, ja. Ich muss das mal. Ich kopiere mir das hier mal. Oh, dieser Zombie ist etwas gewandter als alle anderen und weicht deinem doch etwas klobig geschlagenen Axthieb aus. Das war eine 3, du Arschkrampe! Das ist eine 2, ja, okay. In der Parade. Ah, das ist ja auch gemein. Scheiß Zombies. Jetzt werde ich. Brains. Ich werde böse auf Zombies. Das kommt denen nicht zugute. Das wo sind Pflanzen, wenn man sie braucht? Ja, richtig. Richtig. Ich möchte so einen Erbsenwerfer. Ja. Gleichzeitig mit dem Schlag gegen den Zombie, der nichts getroffen hat. Mit dem sich Ilva allerdings eine Rotte von Zombies irgendwie aus dem Umkreis rauskriegen. Die stürmen ja alle irgendwie auf sie ein und lässt die Axt kreisen. Die zucken alle so ein bisschen zurück, damit sie nicht getroffen werden. Ich bin ein Ilva-Kopter. Das war keine gute Idee. Das war gar keine gute Idee. Ich rutsche die Rampe runter. Rückzug, Rückzug! Und bremsen! Hilfe! Mach mal eine Körperbeherrschungsprobe. Es ist kein Schlitten, es ist ein Schild. Richtig. Auch die habe ich geschafft, weil ich alles andere unterwürfelt habe. Ich habe noch 2 über, also eine Qualitätsstufe. Ja. Kein Problem. Und unter mir ist Eisblüte und ich so, ey, wach auf! Wach auf! Und da! Ja, dann sind
sind die Yetis dran. Ich denke, Ikayu wird auf der Höhe der Yetis sein, die Richtung Dämon schauen. Die haben gerade gar keinen Blick irgendwie für das Schild und sind erstmal ein bisschen noch gebannt. Die anderen stürmen Richtung Ilva. Also die Rampe runter. Und die Zombies attackieren auf jeden Fall noch. Ilva. Ich mache das jetzt mal gesammelt für den ganzen Tross und der trifft den Tross. Deswegen mache ich gleich, wenn sie denn treffen sollten, mache ich mal den Schaden ein bisschen hoch. Damit wir es ein bisschen schneller abhandeln, nicht hier, dass sie jetzt hier 10 Zombies würfeln muss. Ja. Möchte sich Ilva verteidigen? Wenn ja, wie sieht das aus? Ja, also verteidigen in dem Sinne ist, glaube ich, mit einer Parade gegen wie viele Attacken eher nicht so spaßig, ne? Ich würde versuchen, auszuweichen. Ja, die drängen halt jetzt von, ja, von allen vorne, Seiten. Von allen, also versuchen, dich zu umzingeln quasi. Okay. Die sind langsam, aber sie drängen halt auf dich ein. Ja, ich versuche, mich freizulaufen. Wie heißt das beim Fußball? Weglaufen, okay. Alles klar. Ja. Dann ausweichen. Aber schreiend dabei, natürlich, ne? Ja, ja. Ihr Pisser, ihr kriegt mich eh nicht. Dö. Nein. Okay. Ich stolper. Wahrscheinlich über den ich vorhin halb kaputt gehauen habe. Scheiße. Der lag im Weg. Nochmal 3. So als. Ja, du versuchst irgendwie wegzulaufen und die hechten dir hinterher und machen dir. Das sind schon alleine 15, 21 Schaden. Also so ein ganzer Pulk Zombies. Ach, der eine packt dich. Und die ja, anderen aber, reißen an dir herum. Aber Trefferpunkte, ne? Ich kann meine Rüstung schon noch. Das kannst du noch abziehen, ja. Und zwar dreifach. Dreifach runter. Ja, danke. Sonst wäre das jetzt gerade richtig übel gewesen. Das ist doch so übel, fand ich. Ja, nein, das, ja, richtig. Aber nicht ganz so schlimm. Sonst hätte ich... Ja, ich erzähl's euch nicht. Ihr werdet das alle merken. Da war was. Ja. Gut, dann willkommen in der neuen Runde. Als erstes ist dran ein Dämon, der sich nun noch zu voller großen Größe erhebt und aus dem Stein komplett herausgetreten ist. Und bis knapp unter die Decke reicht in seiner Größe, weil er scheint noch zu wachsen. Da oben fliegt Goswin vor seiner Nase quasi herum, wenn er sich aufrichtet. Also was heißt Nase? Man kann so eine richtige Nase gar nicht erkennen. Es ist halt tief, abgrundtief, ist niederhöllisches Schwarz. Und irgendetwas scheint nach dir zu greifen, Goswin. Irgendwie eine Kälte oder ist es Hitze? Man weiß es nicht so ganz genau. Es ist irgendwie... Er scheint dich wieder zu erkennen. Bist du nicht der, der mich gebannt hat? Aber sonst macht er gerade nichts. Bannen kann man jetzt auch so nicht sagen. Ja, und wir ziehen mal auch die Chakra-Gar etwas zusammen. Die nach ihren Bögen gegriffen haben und jetzt nach der Shuhu-Eule schießen. Alle durcheinander. Die haben keine Angst, dass sie den Dämon treffen können. Anscheinend nicht. Ich hänge gerade ungefähr so nah an seinem Nasenloch rum. Das ist ein Treffer. Ja, ich darf ausweichen? Ja, klar. Jetzt habe ich natürlich gerade die Werte von einer Eule nicht. Aber das kriegen wir raus. Einige Pfeile gehen an dir vorbei, andere kommen genau in deine Flugrichtung. Das ist halt so ein typisches Chakra-Gar-Denken. Ne? So, wenn der Dämon durch die eigenen Waffen verletzt wird, war der Dämon halt doch nicht so stark, wie sie dachten. Man sieht vielleicht auch sogar ein paar Pfeile in diese Schwärze hineintauchen und verschwinden.
Warum sollte ich mir auch Sorgen machen? Genau. Okay. Goswin hängt dem Dämon im Nasenloch, Ilva wird von Zombies zerrissen und Mikayu fährt Schlitten auf einem verfluchten Schild. Also, ausreichende Probe nicht gelungen. Sowas mit Schicksalspunkten oder so? Ja, ich probiere es. Das könnte wehtun für eine Eule. Ausreichende Probe noch weniger gelungen. Ah. Das sind nur 16. Ja, dann holen die mich mit einem Schuss vom Himmel. Ja, es ist nicht ein Schuss, es sind mehrere, aber... Holen die mich mit einer Runde vom Himmel. Naja, es sind ja auch 2 Dutzend Pfeile, die da kommen. Ja. Ja. Und die Eule trudelt nach unten. Wohin? Nach unten. Ja, aber in welche Richtung? Habe ich da Kontrolle drüber? Ja, ich würde sagen schon. Dann versuche ich, wenn ich nicht sofort falle wie ein Stein, du sagst ja, ich trudel, versuche ich Richtung Rerion zu trudeln. Mhm. Alles klar. Trudelst über das Plateau hinweg. Man hört Kampfes, also irgendwelche Wüstenbeschimpfungen auf einer Sprache, die, glaube ich, keiner von euch versteht. Ja, die so. Entfernt und ist ihre Erinnerung. Dann ist Lot hier. Oh, ich nehme mal an, dass ich die trudelnde Eule jetzt noch nicht sehe, aber vermutlich gleich. Nochmal eine Sinnesschärfenprobe, ob du sie siehst. Na gut, das kann ich auch schon mal vorweg machen. Es ist, läuft ja gerade alles wunderbar. Ja, geilo. Hätte ich immerhin noch eine QS. Eine QS. Würde ich sagen, kannst du sie gerade so wahrnehmen, ja. Ja, das ist ja toll. Das ist eine Eule mit 28 Pfeilen drin. Ja, nicht so viel. Ich denke, 2 oder 3 werden getroffen haben, aber ja. Ich bin Jäger. Ich weiß, wie dass das sehr kritisch ist. Mhm. Okay, da vielleicht trudelt er. Irgendwie 1, 2 den Flügel durchschlagen haben oder so. Ja. Toll. Einfach nur toll. Wie hätte er auch direkt wegfliegen können. Nein! Wie nach Hase die Yetis heran an Ilva? Ja, die sind gar eben die Rampe runtergelaufen. Das heißt, die müssten noch mindestens eine Runde laufen mit voller Geschwindigkeit, bis sie zu Ilva sind, die ja gerade von den Zombies ja umringt ist. Das ist ganz toll. Ganz toll. Was macht mein Feuer bislang? Es brennt. Noch niedrig, aber es brennt. Gut, dann würde ich jetzt noch einen Brandpfeil in die völlig entgegengesetzte Richtung der bisherigen schießen, also dass ich an mehreren parallelen Stellen ein Feuer verursache, damit sie sich nicht auf eine konzentrieren können. Aber auch wieder irgendwie ziellos einfach auf das Plateau hoch. Ja, da gibt es ja nicht wirklich groß was zum okay. Ziehen oder was sonst brennbar wäre. Ja, das soll dir gelingen, da verlange ich nichts großartig für. Alles klar, gut. Goswin, der trudelnde Goswin, trudelt Richtung Lothir und stürzt, weiß ich nicht, Körperbeherrschung vielleicht. Deal. Oder Fliegen, noch besser. Fliegen, nee, wenn dann Körperbeherrschung. Ja, irgendwas, gib mir irgendwas, mit dem ich arbeiten kann. Deal. Körperbeherrschung, Chris. Kann ich sogar halbwegs. Siehst 2 Brandpfeile an dir vorbeischnellen, während du heruntertrudelst. Die aber aus der guten Richtung kommen, ja? Mhm. Sehr gut. Ach, du überlebst nicht mehr. Zack. Ah, ich will ja nicht. Ja, eine Qualitätsstufe tatsächlich über. Ja. Dann trudelst du hinunter und landest schmerzhaft vielleicht, also ohne jetzt Lebenspunkte zu verlieren, aber. Ich denke, das war bei dem Schaden eben mit inbegriffen schmerzhaft vor Lothirs Füßen. Ja, und ich werde gar nicht groß irgendwie abwarten. Ich werde mich sofort zurückverwandeln.
Also wahrscheinlich werde ich sogar noch die letzten 3 Meter oder so, wird man schon sehen, wie ich wachse. Und, das kann vielleicht auch in meinem Fall noch ein bisschen, also dann purzel ich so. Es sieht nicht angenehm aus, aber... Naja, zumindest als du da zu ihm purzelst, spürst du mal wieder Wärme. Ah, ist das schön. Ilva. Weglaufen oder jetzt kämpfen? Ich bin wütend, aber das sind ganz schön viele. Ne? Ich versuche mal, mir meinen Weg langsam wieder zurückzusuchen zu den anderen. Allerdings, wer mir in den Weg läuft, muss dran glauben. Ja. Also zumindest versuche ich das. Weil ich will hier noch ein paar Zombies mitnehmen. Willst noch ein paar Zombies mitnehmen? Okay, dann gestatte ich dir noch eine Attacke. Bevor du losläufst. Ja. Jetzt hier mega Ausweich-Zombie. Oh, bitte nicht, ey. Wichser. Der Scheiße. Moment. Guck mal. Ja, doch. Sie haben Parade weniger. Also, ja. Mit einer 4 verteidigen die sich sogar. Was läuft denn? Warum hast du uns eigentlich unser Spielleiter? Das wäre mal. Sind Matrix-Zombies. Das sind Matrix-Zombies. Es wird so aussehen, dass du die halt mit deiner Axt halt zurücktreibst und dann genug Platz hast, um weglaufen zu können. Ja, dann schrei ich die und fluch die an und schrei, was das für Blödärsche sind und dass die alle zu doof sind und dass die hier sowieso total verkehrt sind. Ich schrei die jetzt auch alle an, während ich möglichst furchteinflößend mit meiner Axt rumwedle. Ihr müsst eh alle zu Boron, ihr seid hier sowieso alle falsch. Golgari, nimm die Fuzzis mit. Ja. Während Ikayo mit einer Körperbeherrschungsprobe unter dem ersten Yeti hindurchtauchen kann. Was? Ich bin erst beim ersten Yeti? Oh fuck. Nein, du bist jetzt die Rampe runter. Das sind... Ich hab noch einen über. Ich hab auch noch eine Qualitätsstufe. Das reicht. Ich würde übrigens gerade auch Brett Rückzug und dann... Der hebt. Ja, duck ich mich und... Der schaut halt immer noch so... und guckt dann so runter. Hebt dann so kurz so eins seiner Beine so an, damit du ihn nicht irgendwie triffst. Und darf dann, ich versuchen, ihn an das andere Bein mit dem Dolch zu pieksen, in der Hoffnung, dass er vielleicht umfällt? Mit so einem als Passierschlag? Punkt, mit einem Punkt über, glaube ich, kannst du dich gerade so festhalten. Okay, ja. Also, wenn du jetzt 2 Qualitätsstufen oder so hättest, dann sei froh, dass du dich an dem Ding, ohne es richtig zu berühren, festklammern kannst. Ja. Aber dann hebst du so einen Fuß so leicht an und du musst unter ihm durch. Ja, oh Gott, das soll doch keiner sehen. So, und dann sind die Yetis auch dran. Die einen, der eine, unter denen du gerade hinweggetaucht bist, dreht sich um und läuft dir hinterher. Und die anderen laufen Richtung Ilva, aber die hat sich ja gerade auch in Bewegung gesetzt. Die Zombies laufen Ilva auch hinterher, da müssen sie erstmal Meter machen. Und dann sind wir schon in der neuen Runde. Was die ersten Initiativstufen machen, kann jetzt, glaube ich, gerade gar keiner mehr sehen. Also vielleicht seht ihr das, den Dämon könnt ihr sehen, der bewegt sich nach vorne. Aber die Chakragan. Geh weg. Und deswegen starten wir das bei Lothir. Ja, da kommen die Yetis, das habe ich befürchtet. Von der einen Seite kommt Ilva angelaufen, von der anderen Seite die Yetis. Und dahinter Ilva läuft da so eine Rotte Zombies. Super, so habe ich mir das vorgestellt. Läuft genau nach Plan. Und vor dir liegt der schwer verletzte Goswin. Ikayu ist ja jetzt gerade in sehr krasser Nähe zu den Yetis, ne? Also ja, dieser einem kann, Yeti, ne? Kannst sie mit einer Sinnesschärfenprobe die Rampe runterrutschen sehen. Ich bin Flash. Okay, dann mache ich nochmal die Sinnesschärfe.
Also du bist ja gerade irgendwie Pfeile am Schießen, der Dämon und Goswin und Zombies und Yetis und so. Gucken, ob du da mal dich fokussiert kriegst. Moment, jetzt muss ich nochmal ganz kurz scrollen. Der zweite Wert war Intuition, das kann ich. Eine Kurs. Ja, kannst du gerade das sehen, dass da so irgendwo so ein Punkt irgendwie die Rampe runterrutscht. Okay, ich überlege jetzt mal nicht, mit Assi da runterrutscht, weil das sehe ich ja noch nicht, aber mit irgendwas rutscht sie runter. Mhm. Ich hoffe, sie rutscht nicht nur auf Eisblüte runter. Was ihr mir alles zutraut, ne? Ja, mittlerweile schon. Aber wenn ich dann sehe, dass ein Yeti direkt quasi hinter ihr ist oder sie quasi so an seinem Bein hat. Er hat sich gerade rumgedreht und der erstmal aus dem Gleichgewicht, weil er musste ja so den Fuß so nach oben machen und dann ist Ikayo da unten drunter und dann dreht er sich halt jetzt rum und leicht läuft er erst los. Dann würde Lothir einmal mit dem Bogen herumwirbeln, so quasi über Oswins Kopf drüber den Bogen spannen. Und auf den Yeti anlegen, und zwar würde ich versuchen, seinen Hals zu treffen. Mhm. Du kannst auch innerhalb von einer Runde nachladen schießen, ne? Das konnte Lothar ja, ne? Genau. Okay. Würde ich einen gezielten Schuss abgeben, muss mir sagen, wie viel das erschwert wäre, wenn ich den Hals treffen will. Also, da ich ja nicht mit Trefferzonen arbeite, mach mal einfach eine normale Attacke, irgendwie auf die Reichweite, mach mal Abstand. Okay. Mit 6er Abzug oder so. Okay. Na, da. Den Hals hätte ich nicht getroffen, aber dann vermutlich den Körper. Oder vermutlich daneben. Oder daneben. Ja. Weil normal hätte ich getroffen, aber. Du wolltest ja unbedingt den Hals treffen. Ja, dann ist er so ein. Ah, verdammt. Puh. Ach, Mist. Dadurch irritierst du den natürlich, weil er jetzt auch noch mit Pfeilen beschossen wird. Einmal aus dem Gleichgewicht rum und kriegt direkt so einen Pfeil. Mal gucken, was er gleich damit macht, wenn er dran ist. Goswin. Ja, der ist damit beschäftigt, sich ordnungsgemäß zurückzuverwandeln, ohne sich mit den Pfeilen Fleischwunden zuzufügen. Soll heißen, ich versuche die Verwandlung irgendwie zu nutzen, um zumindest die Pfeile loszuwerden. Mhm. Okay. Also das wird die Wunden zwar nicht heilen, aber zumindest habe ich dann keinen Pfeil durch den Arm. Ja. Okay. Dann sollte das diese Runde dauern. Ilva, gleichzeitig mit Ikayu. So, kämpfen ist jetzt nicht mehr, du bist ja weggelaufen. Nee, schreit und flucht und dreht sich immer wieder um, macht pöbelnde Gesten. Und ja, genau. Aber versucht die jetzt, wo ich sehe, dass noch nicht, wie weit bin ich nah an den anderen drin? Sehe ich, dass ja, wenn die du jetzt noch nicht alle wenn du jetzt läufst und nicht stehen bleibst, dann kommst du diese Runde zu Lothia. Ja, ist die Frage, will ich das? Weil hinter mir eine Rotte Zombies her ist. Und sehe ich, dass Ikayu noch lange nicht da ist. Mach mal eine Sinnesschärfenprobe. Du Ikayo siehst, weil da sind Zombies und Yetis und ja, Dämonen. Ja, ich weiß, dass da gerade viel los ist, Goslin, aber ich würde es trotzdem versuchen, irgendwie zu gucken, ob wir alle zusammen haben, weil der Plan war ja ist irgendwie ganz abgefahren, das auf den Würfel Dingern ja, da andere Sachen. 2, ja. Ja, aber der Würfel sieht anders aus. Der eine ist, glaube ich, so ein bisschen in der Animation stehen geblieben. Ja, also das Sinnesschärfe hätte ich geschafft damit und hätte, Moment, dann habe ich alle 8 über, das sind 3 Qualitätsstufen. Ja, du siehst ohne Probleme da, kannst Ikayo ohne Probleme erkennen, wie sie da runterschlittert. In der nächsten Kampfrunde müsste sie unten an der Rampe ankommen und dann wird wahrscheinlich irgendwann das Schild, auf dem sie herunterrutscht, das kann man mit 3 Qualitätsstufen definitiv sehen, dass sie auf einem Schild, so Schild, Eisbute Ikayu, herunterrutscht. Ja, wird sie unten ankommen und wahrscheinlich ein paar Yetis in den Rücken reinschlittern, die da unten noch stehen. Okay.
Ich hab das jetzt räumlich gerade noch nicht ganz, du musst mir nochmal helfen. Also es ist eine Rampe. Davon bist du weggelaufen jetzt erstmal. Davon bin ich weggelaufen, genau. Dann hast du dich mit Zombies angelegt, die dich überwältigt haben. So, und jetzt bist du zu Lothir, ein bisschen Stück wieder zu Lothir zurückgelaufen. Wieder zurück. Ja, also hin, zurück. Ja. Ja. Ich schreie und schlag noch einen Haken und versuche dabei, die wirklich wieder aus dieser Bahn, aus diesem Weg, den Ikayu gehen müsste, um zu den anderen zu kommen, rauszulocken. Also läufst du dann nicht zu Lothir, sondern an... Ich laufe nicht zu Lothir und zu Göswin, sondern ich laufe, um die abzulenken von der Gruppe. Okay. Und ich versuche irgendwann wieder zur Gruppe zu kommen, deswegen laufe ich jetzt nicht mehr ganz so weit schräg rüber. Mhm. Aber halt schon so, dass die Gruppe einen Weg zum Ausgang freikriegt. Und zwar einfach, um denen irgendwie einen Weg zu bahnen. Also einen großen Bogen. Und dabei möglichst viele auf mich zu locken mit Schreien und Flüchen. Naja, die Zombies kommen alle auf dich. Das ist die, ja, genau. Und ich schreie auch noch die Yetis an. Hier, naja, ihr besser da hinten. Die sind ein bisschen träger. Ja. Weil hier, das ist so ein Dämon, der ziemlich beeindruckt. Ja, aber die kommen, die sollen bitte Ikayu in Ruhe lassen und auf mich gehen. Ja, apropos Ikayu, rutscht die Rampe runter mit einer Körperbeherrschungsprobe? Habe ich 6 über? Ich meine, das wären 2 Qualis. Ja. 2 Qualitätsstufen. Rutscht die Rampe runter und unten macht die Rampe halt, dass sie dann wieder in die Ebene geht, halt so ein Knick nach oben, das heißt, hüpft so ein bisschen und da steht noch so ein Yeti, der Richtung... Darf ich dem jetzt einen mitgeben? Mit ja, der schilt und prallt mitsamt euch voll gegen diesen Yeti gegen, kannst du mal eine Attacke machen. Yay. Mit voller Wucht so gegen Yeti. Ist die erleichtert, weil ich die Wucht habe? Ach, die muss ich gar nicht erleichtern. Ja, der kann sich auch nicht großartig verteidigen, wird von den Füßen gerissen, du darfst ihm mal 2W6 Schaden machen. Yes! So, und jetzt 2 Einsen, so wie ich mich... Das ist ja so eine ganze Rampe runter, voll gegen den Gegner. Mit doppeltem Gewicht und Chakragar, ein Dorium-Schild. 4. Nein! Naja, aber immerhin... Schaden. Ikayu kommt zum Liegen, also rammst diesen Yeti quasi um, der fällt nach hinten weg, springst irgendwie so ein Stück über den rüber, wirst von dem Schild runtergeschleudert mit Eisblüte, willst du sie festhalten? Nee, kann ich sie im Flug Richtung Lothir schubsen? Also, dass sie von mir weg und dass ich quasi in die andere Richtung sind, weil sie ist bewusstlos, sie kommt nicht weg. Ja, also sie wird bei Lothir nicht ankommen, da müsstet ihr noch laufen, also das letzte Stück. Ihr seid jetzt gerade mal in die Rampe runter, Lothir ist ja nicht direkt unten an der Rampe. Dann halte ich mich und sie am Schild fest, damit ich sie nachher auf dem Schild quasi, wie so ein Wischmopp vor mir her, so, eins so. Okay. Alles klar, gut. Dann ist jetzt der Yeti oben, beziehungsweise die Yetis, einige bewegen sich Richtung Ilva. Der umgefallene Yeti rappelt sich wieder auf. Und hat jetzt Ikayu fest im Blick. Und der Yeti oben, der so einen Pfeil um die Ohren geschossen bekommen hat, macht eine drohende Bewegung Richtung Lothir. Und bewegt sich auch die Rampe runter. So, die Zombies laufen weiter hinter Ilva hinterher, die einfach viel schneller als die Zombies sind. So, und in der neuen Runde könnt ihr nur den Dämon sehen, wie er sich langsam weiter bewegt. Was ich gnadenlos ausnutze. Ja, also man kann, wenn man genau hinguckt, aber niemand guckt in diesem Getose genauer hin, merken, dass ich schon auch selbst langsamer werde, dass ich ein bisschen humple und so. Also man merkt Ausfallerscheinungen. Die Stimme wird auch immer rauer und kriegt so einen heiseren. Aber ich schreie weiterhin die schlimmsten Flüche und irgendwie Bedrohungen, die mir einfallen und versuche die alle irgendwie auf mich zu locken. Und dadurch, dass ich einfach immer ein paar Schritte vor denen bin und die so langsam sind, kann ich mich halt immer noch mal nach ein paar Schritten ausruhen. Das sieht ein bisschen aus, als wollte ich sie nur anfluchen, aber ich brauche die Pausen alle paar Schritte tatsächlich leider auch. Beachtest du den Dämon?
Nö. Okay. Ich habe eine Rotte Zombies und Yetis hinter mir her. Naja, der ist halt ziemlich groß, deswegen frage ich nur. Ja, okay, ich sehe, dass der da hinten ist, aber der ist gerade nicht mein Problem. Ich muss erstmal. Also er ist in deinem Blicksfeld. Ja, vermutlich. Der ist halt ein großer Dämon. Mhm. Aber. Wofür hat Ilva denn Angst? Wovor Ilva Angst hat? So generell. Ja. Jetzt in diesem Augenblick. Was ist das Schlimmste, was passiert, Götte? Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass meine Freunde sterben. Mhm. Ich will alles tun, dass meine Freunde hier rauskommen und dass der Norden nicht untergeht. Du merkst, dass dieses Angstgefühl sich gerade in dir hochkämpft, in deiner Kehle hochsackt, dich in das den Kopf reinfrisst. Du merkst, wie du Gänsehaut bekommst. Und sich diese, du weißt, es ist gerade irgendwie, es läuft eigentlich noch ganz gut, aber Goswin hat irgendwie einen Pfeil abbekommen und Ikayo ist da gerade gegen den Yeti geprallt und Lothia hat nur noch 15 Pfeile. Ja klar, ich habe mitgezählt, weil ich habe hier auch nichts zu tun. Also, man weiß, was ich damit ausdrücken will. Ja, das ist ja, so ja, so klar. Eine, also, es kocht so gerade, also es kocht nicht wirklich, sondern es ist diese Angst, die in dir hochsackt. Ja. Ja. Ich denke mal, ja, alle kriegt das irgendwo. Wofür hat Goswin gerade in diesem Augenblick, wo er sich zurückverwandelt hat, am meisten Angst? Kann mich nicht so recht entscheiden. Entweder vor dem Verbluten. Ja, dann. Ich bin noch nie als Vogel so derbe angeschossen worden. Ja, dann. Du siehst dieses Blut, wie das dir über den noch nicht ganz zurückverwandelten Arm irgendwie runterläuft und irgendwie, das ist so ein starker Blutverlust irgendwie. Und kriegst diese Schnappatmung setzt ein. Ich verblute, scheiße, ich verblute. Dieses totale Panik- und Angstgefühl kommt in dir hoch. Lothir, wovor hat Lothir jetzt gerade Angst? Ja, ich glaube, da wird er sich Ilva anschließen, dass alle sterben. Tatsächlich. Dann wirst du irgendwie, siehst Ilva stolpern, irgendwie, die wird bestimmt gleich hinfallen und die Zombies werden über sie herfallen. Die beiden Yetis, gegen die hat Ikai überhaupt keine Chance. Goswin blutet wie eine abgestochene Sau. Die sind kurz vorm Abnippeln, deine Freunde. Das ist das Schlimmste, was gerade passieren könnte. Und auch Eule. Ja. Abgestochene Eule, ja. Ja. Also auch bei dir kriecht diese Angst hoch. Und Ikayo, wovor hat Ikayo gerade am meisten Angst? Dem Dämon. Sie hat natürlich Angst, dass sie ihre Familie verliert. Aber das ist nichts im Vergleich zu diesem Vieh, was da aus Lothir rausgesickert ist. Dieser Moment, wo sie diesen Dämon zum ersten Mal gesehen hat, der hat sich so tief in ihre Seele gebrannt, dass dieses Bild sie jede Nacht verfolgt, wenn sie nicht sturzbesoffen ist. Sie hat jede Nacht Albträume davon. Sie kommt da überhaupt nicht mit klar. Und dieses Ding jetzt noch größer zu sehen, in stofflicher Gestalt, das reicht. Da braucht sie gar keinen Angstzauber. Also das ist halt, es reicht. Deswegen ist sie auch so verzweifelt. Deswegen ist sie auch einfach, ja, egal was, sorgt dafür, dass dieses Vieh hier nicht rauskommt. Die Panik steigt in Ikayo hoch, als sie meint, ein Wort von dem Dämon zu vernehmen. Ich sehe dich, Ikayo, ich sehe dich. Komm dich holen. Und, dann nehme ich von dir Besitz, wie ich das von Lothir hatte. Höhle dich von innen aus. Und ja, das war ein, also spielt regeltechnisch ein sehr gut gelungener Horiphobus. Ja. Ich würde das einfach mal mit einem Zustand jetzt regeln und euch einen Angstzustand mal geben, den ihr jetzt gerade habt. So,
Dann Chakragar, Lothir. Na, so. Ich guck gerade schnell was zu gucken. Okay, das hilft aber nicht. Alles klar. Ja, dann würde Lothir sich jetzt mal nach dem Yeti umwenden, der jetzt wieder hinter Ikario her ist. Also der Neue. Ja, ich meine, das ist ja deine Angst, ne? Dass sie aufgefressen wird von den Yetis. Korrekt. Das kommt dem ausnahmsweise mal zugute. Und würde ich wieder versuchen, gezielt auf den zu schießen. Mhm. Und wir dann machen wie gerade, ne? Eben hatten wir minus 8, ne? Minus 6. 6. Dann ist es jetzt minus 8, weil du hast ja noch den Angstzustand. Ach ja. Aber ohne Trifft. Probleme. Ja, der sieht das nicht kommen. Der guckt zwar in deine Richtung, aber der ist ein bisschen doof. Mach Schaden. Zustand Furcht minus 1 auf eine Probe mehr, dann okay. Mhm, ja. Dann machst du nur 7. 14. Da ist er wieder, der Maschinengewehr-Lothir. Diesmal trifft er den Hals. Ja. Nicht meine Freunde. Ja. Zuckt zurück. Man sieht so, dass das Yeti-Blut aus dem Hals sprudeln, während der nach hinten überkippt. Und mein Schutzsegen erlischt jetzt gegen Untote. Oh oh. Gut, dass sie alle den Ilva verfolgen. Apropos Ilva. Ilva ist noch nicht da. Goswin ist erst dran. Mhm. Ja, also mein Impuls ist es jetzt, unglaublich viel Zeit und astrale Energie zu verschwenden, um meine Blutung selber zu heilen. Mhm. Was mein erster Impuls ist. Ich will mich aber verdammt noch eins zusammenreißen, weil das kann echt nicht anliegen. Eine Selbstbeherrschungsprobe. Nee, ich mache eine Willenskraftprobe. Oder Willenskraft, auch gut. Ja. Das ist zumindest der Plan. Passt sehr gut, finde ich. Ja. Will ich auch was anderes sagen. Nee, passt gut. Sehr gut. Zwei Qualitätsstufen. Mhm. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, das reicht, wenn du keinen anderen Plan hast, um mich davon abzuhalten, mich selbst zu heilen. Mhm. Mich aufzurichten. Vielleicht sieht es so ein bisschen aus, so du schaust ja auf diese blutenden Wunden auf dem, der Arm verwandelt sich gerade komplett zurück. Und dann eben hast du ja dieses, das sprudelt quasi raus, dieses Trug. Na, das ist gar kein richtiges Druckbild, das ist ja deine Angst, ne? Gewesen, mhm. Die irgendwie das Blut sprudelt aus mir raus, ich werde dem nicht Herr, Panik. Und jetzt verschwimmt dieser Blick so ein bisschen und so, strengst dich ja an und du reißt dich zusammen und dann siehst du jetzt, dass die Wunde zwar da ist, aber dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist und langsam durchatmen. Busa. Mhm. Und genau dann, das. Und dann würde ich meinen Speer greifen und mich daran aufstützen. Ja. Um zu stehen. Lothir, neben dir richtet sich Goswin auf, schwer atmend. Und Ilva treibt die Herde Zombies hinter sich her und läuft jetzt irgendwie außen lang, weit weg von den anderen, in die ersten Ausläufer des Walds zurück. Oder? Willst du stehen bleiben und kämpfen? Nee, okay. Die sollen, also warte, haben die denn jetzt einen Weg? Habe ich denn jetzt geschafft, was ich wollte, dass die da irgendwie langkommen? Ja, die kommen die alle hinterher, die Zombies. Ja, ja, aber hat mein Team einen Weg? Dadurch auf, ja klar. Mhm. Okay. Ja. Dann würde ich mich tatsächlich irgendwie so positionieren, dass ich irgendwie die Ausläufer des Waldes in meinem Rücken habe. Ja. Dass ich das so ein bisschen als Schutz habe und dann mich aber hinstellen und auf die ersten Gegner warten.
Denn ich hoffe mir davon, dass ich dass hier schnelle Autos vorbeifahren. Und mich retten, dass ich da noch ein paar wirklich auch zurücktreiben kann. Und falls die anderen dann Richtung Wald kommen, dass ich da irgendwie noch mal ein bisschen was zurückhalten kann. Also wenn die anderen fliehen sollten, dann kommen die nicht bei dir vorbei. Du bist ja einen großen Bogen gelaufen. Ja, okay, nee, dann habe ich, okay, ich habe diesen Raum einfach nicht. Du hast ja gesagt, du läufst einen großen Bogen. Ich laufe einen großen Bogen, ganz genau. Ja, dann verschwinde ich im Wald. Okay. Wenn ich nicht auf die, und dann versuche ich mich irgendwie wieder zurück durchzuschlagen Richtung da, wo die anderen langsam irgendwann rauskommen müssten. Mhm. Ja. Und der Wald müsste mir ja eigentlich dann zumindest durch die Bäume und das auch ein bisschen, ich sag mal, Schutz noch bieten. Falls die kommen, können die nicht mehr so geballt kommen und nicht mehr von allen Seiten gleichzeitig, so wie die vorher kamen. Das heißt, der schützt mich auch noch ein bisschen mit. Ja, muss dann nur noch an den Eisigeln vorbei, aber ja. Ja, nur noch. Als ob wir sonst keine Probleme hätten. Ja, ich sag's nur nochmal als Erinnerung. Gut. Ikayo, gleichzeitig mit dem, dass Ilva in dem Wald verschwindet. Ja, ich bin ja auf dem Schnee aufgekommen. Ja. Na, Fahrt ist gestoppt. Ja, solange wir noch irgendwie auf dem Schild liegen, nehme ich das tatsächlich immer noch als Schlitten und schiebe mit dem Schild auf die beiden zu, während ich halt sowas rufe wie: Weg hier! Richtung Lothier. Mhm. Okay. Würfel doch nochmal einen Gesichtswürfel für mich. Mhm. Okay. Ja, ich steuere auf euch zu und ich möchte tatsächlich an ihnen vorbei und sie einfach weiter Richtung Wald schieben auf dem Schild. So schnell wie möglich. Alles klar. Der Yeti, den du eben umgefahren hattest, der sich aufgerappelt hat, stürzt dir hinterher und schwingt seine Keule. Die ist anderen, das ein Passierschlag? Nee. Dafür ist der nicht, also beim nächsten Mal, wenn du nicht weit vorankommst, dann wird er dich wohl treffen, weil er schneller ist als du. Aber Okay. Die anderen Yetis stürzen immer noch hinter Ilva hinterher mit den Zombies gemeinsam. Also da hat das Ablenkungsmanöver wirklich gut funktioniert. Und die Zombies, ja, genau, hinter Ilva her. Der Dämon macht Dämonendinge, die Chakra machen auch Dämonendinge, haha. Und Lothier ist wieder dran. Ja, Wo bekommt man Gesichtswürfel her? Die finde ich nicht. Ja, müssen mal irgendwie, ich weiß nicht, auf Messen gibt's die. Ruf das mal. Das Spiel zum Beispiel als nächstes. Bin ich mir nicht sicher, die Segnungen, die waren ja wie Zaubertricks. Mhm. Waren das freie Aktionen oder war das eine Aktion? Ich sag mal einfach mal frei. Okay. Dann, Für jetzt, in deiner Panik. Okay. Okay. Dann würde Lord hier kurz an sein Amulett greifen und immer wieder sagen: Ifin, wir kommen hier raus. Ifin, wir kommen hier alle raus. Ifin, wir kommen hier alle raus. Furcht ist gut. Furcht ist gut. Aber sie darf dich nicht lähmen. Sie darf dich nicht lähmen. Und ich würde auf mich einen Harmoniesegen wirken. Mhm. Mit der eine Stufe Furcht negiert. Okay. Sehr gut. Und dann auf den Yeti schießen, der hinter Ikayo ist. Ja, tu das. Upala. Na, wo ist meine Mauer? Wieder wie gerade. Mhm. Und das treffe ich mit Erschwerung. Er versucht auszuweichen. Nein, weil Fernkampfangriff. Das ist mein Glück. Mhm. Ach, was mache ich denn? Ich habe ja schon. Machst einen W20 Schaden, jawohl. Ja, genau. Das wär's. So. Das sind 10. Okay. Dürfte ihn auf jeden Fall wehtun. Zack, in die Brust irgendwie schlägt einen. Vielleicht auch. Reißt ihn so kurz ein Stück zurück. Gibt die Kaiju ein paar, ein, zwei, drei genau. Schritte Vorsprung vielleicht. Goswin,
aufgestützt auf seinen Stab neben Lothir. Zwingt die aufkeimende Panik immer noch in sich runter. Wie sehr ist Ikaio denn jetzt schon an uns vorbei? Noch nicht an uns, die kommt in eure Richtung. Schiebt dieses Schild in eure Richtung. Okay. Die Rampe runter, den Yeti umgeschmissen und schiebt jetzt in, mehr schlecht als recht das Schild und Eisblüte drauf in eure Richtung. Und hinter ihr steht so ein Yeti, der die Keule so von einem Pfeil getroffen ein bisschen ungelenk schwingt. Also dann werde ich, so mehr schlecht als recht Wächter-Style. Du kommst hier nicht vorbei. Daneben stehen und schlecht grimmig gucken, bis dann Ikaio vorbeikommt. Mhm. Also es nützt ja nichts, jetzt dahin zu rennen, dann muss ich wieder umdrehen, dann bin ich dann nachher derjenige, der gerettet ist. Das macht keinen Sinn. Die soll zusehen, dass sie da ihren Schwung mitnutzt und ich versuche ihr zu helfen, sobald sie irgendwo in Nähe kommt. Mhm. Okay. Ich denke, da muss man ja gar nichts groß machen jetzt, ne? Nö, genau. Ich stehe da und versuche einfach die Panik weiter runterzukämpfen. Genau. Alles klar. Dann ist als nächstes Ilva dran, die durch den Wald flieht, in die diese Horde hinter sich immer noch genau spürend. Sie verfolgen dich weiter, wo du zwischen den Bäumen verschwunden bist. Und wenn du schnell läufst, läufst du schnell oder langsam? Ich laufe so, dass die mich immer noch sehen können. Die sollen mir ja nachlaufen. Mhm. Also ich habe zwar echt Angst und ich bin bemüht, irgendwie voranzukommen, aber in meinem Kopf rast das in einer Tour. Ich muss aufpassen, dass den anderen nichts passiert. Ich muss denen irgendwie den Ausgang freihalten. Die dürfen nicht zu schnell dahin kommen. Und das rattert und rattert in meinem Kopf und ich kann auch gar nicht mehr so schnell laufen, weil ich humpeln muss und es tut mir alles weh und es wird immer schlimmer und man merkt so ein bisschen, das wird immer schleppender, wie ich auch vorankomme. Ja. Ich muss auch echt alle paar Meter, wenn ich dann doch mal einen Schritt schneller gegangen bin, merke ich, dass ich anhalten muss, mich an einem Baum abstützen muss und mal kurz noch mal 3 Atemzüge machen muss, bevor ich weiterlaufen kann, mhm. weil mir das echt an die Substanz kriegt gerade. Und ich versuche, die so, dass die mich alle gut sehen können, dass die hinter mir her können. Und um Gottes Willen, andere, lauf. Ne? Ich irgendwie so innerlich bin ich mit dem Kopf eigentlich mehr bei den anderen als bei mir selber. Und überlegt die ganze Zeit, wie wir an diesem Eisigel fällt, ob wir das nicht noch irgendwie nutzen können, dass die Eisigel, ob die nicht solche Dinge auch attackieren. Denen ist das doch scheißegal, wer da langläuft. Die haben doch gar keine Augen, oder? Mhm. Also vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, dass so ein Eisigel erst explodiert, wenn ich schon ein paar Schritte dran vorbei sind und die gerade nett drumherum stehen alle. Mhm. So, das wäre ja was, oder? Okay. Aber ich überlege noch, wie ich das mache. Was hat Ilva denn in, gibt es das auch noch, Kriegsführung oder sowas? Was hat Ilva denn in Kriegsführung? Ja, das müsste ich jetzt wohl nachgucken, das weiß ich nicht. Ich könnte nicht behaupten, dass ich das schon mal, Kriegskunst, ja. Das steht hier. Ja, das steht da. Ja, mit einem Wert. Wunderbaren, mit einem kleinen Kreis. Ach so, okay. Förmigen Pferd. Aber ich mal probieren kann ich das, oder? Ja, mach mal. Warte, ich muss so kurz gucken. Ich muss. Ist das eine Null oder eine Okay-Hand? Es ist eine Okay-Hand, natürlich. Heute geht alles. Alles kann, nichts muss. Ja, richtig. So, genau. Wir probieren das einfach mal. Nö, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Alles klar, gut. Ikaio rennt weiter Richtung Lothir. Wenn du jetzt deine Körperbeherrschungsprobe schaffen würdest, wäre das schön.
Easy. Ja, du kriegst richtig Grip unter die über. Füße. Richtig Grip unter die Füße. Ja, sag mal, wie sieht's aus? Ja, 3 Qualitätsstufen, also ich gebe Stoff. Ich würde auch die anderen so anschnauzen. Was macht ihr da weg hier? Dann der Yeti hinter dir versucht nach dir zu schlagen. Im Laufen. Ausweichen, würde ich sagen. Wie nah ist sie dran? Ich versuche ja Wächter zu machen. Könnte ich das rein theoretisch mit einem Gegenhieb irgendwie seine Keule da? Noch nicht. Okay, schade. Wo finde ich denn nochmal ausweichen? Erste Seite. Rechts unten irgendwo. Das ist der verflucht niedrige Wert. Genau. Schauen wir mal. Ich weiche aus. Oh. Der schwere Schlag der Yeti-Keule trifft knapp hinter Ikario in den felsigen Boden. Mit dem Stoßgebet gerade habe ich meine Seele verkauft. Ich weiß es nur noch nicht. Ich habe irgendwas getan, dass jetzt irgendein Gott seine Hand über mich hält. Und ich habe meine Seele verkauft an irgendeinen. Kannst du jetzt mal aufhören? Könnt ihr mal alle aufhören, eure Seelen zu verkaufen? Wer braucht das schon? Oh. Ich glaube, Gosvin ist der Einzige, der seine Seele noch nicht verkauft hat. So! So spielt man DSA! Das kann ja jeder. Wir brauchen einen 7 gehörnten Dämon. Einen 7 gehörnten, den muss auf unserer Seite kämpfen. Genau, hör auf, Koali. Was soll, ich mach doch gar nichts. Nur der Spielleiter, verdammt. Ich hätte eine gute Idee. Kaio wird jetzt zum Damenlosen geweiht und ruft den Krakwalotter. Da haben wir zumindest einen 5 Gehörten gegen den 5 Gehörten. So, ja, die Zombies schließen auf zu Ilva, die ja jetzt ein bisschen langsamer macht, damit sie nicht in den Wald verloren geht. Okay. In der nächsten Runde. Der Dämon kniet sich irgendwie, außer, also der geht irgendwie, wird kleiner. Das sieht man, wenn man drauf achten würde. Und was aber auch passiert, ist, dass ihr das Sirren, ein lautes Sirren hört und einen Pfeilhagel auf euch zukommen seht. Also das ist so ein bisschen dieses 300, wir kämpfen im Dunkeln Effekt. Wie witzig, dass das alle schwarze Pfeile sind. Mhm. Die schlagen alle in der Nähe von Gosvin, Ikayo und Lothir in den steinigen Boden. Und Lothir ist da. Kann ich jetzt bitte mal schneller rennen, verdammte Axt? Noch rennen die gar nicht. Das ist ja das, also Ikayo schon, aber die anderen beiden nicht. Also ich laufe nicht ohne die beiden. Sorry. Korrekt. Ihr sollt ja auch nicht ohne einander, ihr sollt alle drei zusammen rennen. Vier. Ja, wie nah ist der Yeti jetzt an uns allen dran? Der ist hinter Ikayu. Das war ja klar. Die anderen Yetis sind doll weit, die verschwinden gerade auch im Wald. Laut brüllend. Dass Yetis aufgrund der Größe schneller laufen als Menschen. Mhm. Wenn sie mehr Schrittlänge haben. Ja, da hat er gerade nach Ikayo geschlagen, deswegen ist er ein bisschen festgeschnitten. Ist dann dieser wuchtige Aufschlag dieser Axt hat irgendwie so eine tiefe Kerbe in diesem Stein hinterlassen, also überall kleine Steinchen weggespritzt. Nein, wenn die jetzt getroffen wird, aber dann hat sie noch einen Schritt nach vorne gemacht und so. Smatsch. Und jetzt schlagen überall vor ihr, neben ihr, hinter ihr überall diese schwarzen Pfeile ein. Ja, also Lothir lässt den Bogen auf die Schulter gleiten, schnappt sich in der freien Aktion den Speer, der neben ihm liegt. Lauft! Ihr Narren! Allerdings würde ich halt versuchen, den noch einen letzten Angriff gegen die Yeti zu machen. Mhm. Weil mit dem Speer habe ich ein bisschen Reichweite.
Ja, willst du ihn werfen, den Speer? Wenn ich das könnte, würde ich das machen. Ja, dann mach. Ich würde versuchen, das Bein vom Yeti zu erwischen, damit er zumindest zu Boden kracht und uns nicht verfolgen kann so schnell. Ja. Wie gesagt, keine Trefferzonen, aber mach mal. Naja, aber ne, das ist halt zur Beschreibung, ne? Der Iffeln-geweihte Speer, mal gucken, was der so bringt. Naja, getroffen hätte ich. Ja, Ikayo, schaufelst ja irgendwie dieses Schild vor dir her. Hinter dir ist diese schwere Keule eingeschlagen. Neben dir fliegen die Pfeile irgendwie rammen sich in den Boden. Es ist ein totales Chaos und Durcheinander. Du hast das Schnaufen des Yetis hinter dir. Schaust dich vielleicht kurz um, wo der denn ist und ob du noch von ihm wegkommen kannst. In dem Augenblick landet hoffentlich, Moment, er kann noch ausweichen. Oh. Moment, bestätigen. Ja. In dem Moment saust der Speer von Lothir über dich hinweg. Normalerweise würde er den Yeti genau treffen, aber der zieht das Bein wieder ein Stück hoch. Lothir hat ja auf das Bein gezielt und der Speer geht ins Nichts und der Yeti versucht den Schwung wieder, also als stampfenden Tritt irgendwie auf dich drauf zu treten, aber du bist halt ein Stück weit zuvor, weiter vorne, das schafft er gerade nicht. Was wird Ikayo entgegenlaufen oder mit Lothir auf Lothir hören und weglaufen? Oder warten? Run! Auf den Speer gestützt, nutze ich meine linke Hand, um den Yeti zu fixieren. Eine liegende 8 in die Luft zu zeichnen. Das kennen wir ja schon. Und das Wort Paralysis zu murmeln, immer wieder. Paralysis. Ich konzentriere mich ganz auf dieses Wort, ja, um meine Willenskraft aufrechtzuerhalten, damit ich damit die Furcht mich nicht wieder übermannt. Ja. Und dann mach mal den Zauber. Versuch den Yeti zu verlangsamen. Sehr gut. Dann ziehe ich meine Beschreibung von eben mit dem Tritt ein bisschen zurück, der stampft halt nicht auf, dann kann ich weiter zurück. Ja. Zieht das Bein halt so hoch. Und er würde dich genau treffen. Aber er starrt in der Bewegung. Ja, wahrscheinlich wird er nicht erstarren. Die haben eine echt hohe Zähigkeit. Ja, doch, doch. Also, das passt gerade so gut. Komm, lass das. Läuft. Freu mich. Ja. So ist okay. Der Spielleiter ist nett heute. Nur die Würfel nicht, aber gut. Ja. Dann ist Ilva dran. Warten, laufen. Warten, laufen, immer humpeln, da vorwärts kommen. Verschnaufen, laufen. Also wenn du ein bisschen läufst, kommst du jetzt am Waldrand an und hast jetzt diese Lichtung mit den Igeln vor dir. Ja, aber die anderen sind ja noch nicht da. Nein, die kommen ja auch nicht da lang, wo du läufst. Aber wo kommen die denn raus? Kann ich sehen, wo die rauskommen müssten? Kannst die Lichtung überblicken. Die müssten hier irgendwo an der Seite jetzt irgendwann langlaufen, wenn sie denn da langlaufen. Du bist ja im Wald verschwunden. Weißt ja nicht, wann sie losgelaufen sind, wo sie langlaufen, ob sie vielleicht getroffen wurden von irgendwas. Vielleicht kämpfen die auch noch. Ja, sie müssen ja über die Lichtung mit den Eisigeln. Ja. Ja, das heißt, ich warte am Rand, versuche mich irgendwie so weit wie es geht irgendwie zu verstecken. Und sobald
Also ich versuche halt aber, mir eine strategisch günstige Position irgendwie zu suchen, dass ich irgendwie Bäume im Rücken habe, dass die Zombies nicht von der Seite irgendwie auf einmal Hallo, hier bin ich schreien können, sondern dass ich die sehen kann. Okay. Aber die mich nicht. Und wenn einer zu nahe kommt, dann muss ich halt kämpfen. Aber ich versuche das erstmal zu vermeiden, sondern versuche irgendwie auch so ein bisschen die Lichtung im Blick zu haben mit den Eisigeln, ob die da rauskommen, ja. Um da wieder mit denen zusammenzustoßen. Alles klar. Dann bist du ein Stück gelaufen und wartest jetzt, bis die Zombies kommen. Und dahinter die Yetis. Wahrscheinlich werden die Yetis inzwischen die Zombies überholt haben bei dem Tempo. So, Ikayu. Der Yeti über dir ist erstarrt in seiner Bewegung. Ich gebe Gummi. Wir müssen hier weg. 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 Körperbeherrschung, also dann würdest du bei Goswin und Lothir ankommen. Großer Gott, der Würfel, verlass mich nicht. Jetzt wäre es schlecht mit dem Patzen und so. Nein, das sieht gut aus. Die Angst treibt sie an. Ja. Ikayu schießt an euch vorbei, Goswin und Lothir. Weil volle Geschwindigkeit inzwischen auch wieder aufgenommen mit dem Schild. Ich bin Liska, ja. Ich bin der Schlittenhund. Ich bin der Wolf, der durch die eisige Tundra rennt und mit 4 Qualitätsstufen sprinte ich sowas von. Und sage, mir nach, wir müssen hier weg. Los, bewegt euch! Ja. Lothir, schnapp dir meinen Mann! Okay. Die Yetis bei Ilva brechen aus dem Dickicht hinter dir hervor. Zombies laufen weiter. Eine weitere Pfeilsalve ergießt sich über Lothir, Goswin und Ikayu. Ich merke, wofür mein Gesichtswürfel, ob da irgendwas vielleicht so annähernd trifft oder so. Ihr habt Glück. Schlagen wieder nur neben euch alle ein. Lothir. Läuft. Also ich würde dann gucken, ob Oswin so wirklich Hilfe braucht. Ansonsten ziehe ich ihn halt hoch. Ich stand ja. Ist nicht umgefallen. Und ich gebe auch Fersengeld. Also sehr gut. Ich gehe davon aus, du wirst dich zwar als erstes umdrehen, aber eventuell, wenn du nach mir guckst, dann sind wir wahrscheinlich gleich schnell. Du wirst sofort mitkriegen. Ich drehe mich quasi so mit Ikayu, die uns überholt, direkt um, ja. Um da hinterher zu marschieren. Im Rennen würde ich dann wieder Ex in den Speer, Ex stecken und den Bogen. Der Speer hast du weggeworfen. Nee, geworfen hatte ich nicht, gestochen hatte ich gesagt. Du hast den geworfen. Gut, dann habe ich ihn geworfen. Ja. Dann habe ich nur noch den Bogen. So, ja. So, der... Was ist das? Ilva. Yetis vor dir. Zurückweichen aufs Feld oder kämpfen? Wie viele Yetis? 4. Zurückweichen. Auf das Eisigelfeld. Schnell oder langsam? Tendenziell eher langsam, weil versuchend, möglichst keinen davon in irgendeiner Weise zu berühren. Aber doch so zügig, dass ich da jetzt nicht in Zeitlupe irgendwie über das Feld eiere. Okay. Lauf. Sie läuft. Ikayu läuft wahrscheinlich auch weiter. Ich verlange da jetzt mal keine Probe mehr. Ist ja gerade so gut in Schuss mit den 4 Qualitätsstufen von eben. Wie gesagt, ich hole meinen inneren Wolf raus. Der wird jetzt nach außen gekehrt und dann gib ihm. Ja. Die Yetis laufen ebenfalls auf die freie Fläche mit den Eisigeln mit, wo Ilva auch gerade lang gelaufen ist. Die Zombies laufen ebenfalls hinterher. Ey,
wenn wir Glück haben, ist Ilva drüben. Die anderen haben alle Eisigel aktiviert, stecken voller Eissplitter irgendwo in den Bäumen und wir können einfach so durch. In der nächsten Runde, wenn ihr mit voller Geschwindigkeit lauft, werden Ikayo, Goswin und Lothia ebenfalls an der Lichtung mit den Eisigeln ankommen. Ilva ist schon zur Hälfte drüber. Die läuft ja vorsichtig, aber dann doch so schnell, dass sie versucht, irgendwie doch noch Distanz zwischen sich und ihre Verfolger zu bringen. Ilva, Körperbeherrschung, um auf keinen der Eisigel zu stoßen. Und dann würfel ich meine Gesichtswürfe für die Yetis, ob die du das überhaupt mitkriegen mit den ja, Yetis. Haben die Eisigel nicht auf dem Schirm. Ach nein! Schicksalspunkt! Fuck! Könnte man Patzer überhaupt wegmachen mit Schicksalspunkten? Liebig viele Würfel neu würfeln, ja? Falls du gerade deinem Unmut Ausdruck verleihen willst, du bist gemutet. Ich hatte gehofft, dass der Chat das weiß, weil ich das nicht weiß. Doppel 20 ist natürlich jetzt böse. Aber der SL hat gerade gesagt, du darfst einen Schicksalspunkt ausgeben. Der SL hat das gesagt? Ja, das mach mal. Gehört, weil ich mich so aufgeregt habe, dass ich dagegen gerannt bin. Ich darf aber nur einmal chippen, ne? Mhm. Ja, das ist jetzt schlecht. Wohl. Das ist besser als ein Panzer. Ja, das ist richtig, aber ich Doppel 20. Ich hab. So voll auf die Fresse fliegen auf so einem Eisigelfeld wäre scheiße gewesen. Ja. Eine QS habe ich dann noch gerade. Ach so. Komm. Das ist alles ja. Easy peasy. Ja, sagst du, wenn der Humpelstilzchen über so ein Feld eiert. Guck auf meinen Rücken, ja? Sieht man und nicht mehr kann. Und sich nicht mehr, also immer das Bein so ein bisschen wegknickt beim Laufen. Das ist auch gar nicht so einfach, da das vernünftig zu koordinieren. Ich wäre fast gegen so einen Igel gekommen. Aber nur fast. Aber nur fast. Puh, okay. Aber das macht, dass ich einen kleinen Moment innehalte. Ja, Lothia und Goswin sind ja zuerst an der Lichtung angekommen mit den Eisigeln irgendwie. Wahrscheinlich kommt es euch jetzt erst wieder in Scheiße, da waren ja noch die Eisigel. Kurz abgebremst und dann gesehen, wie ein paar hundert Schritt weiter zur Seite Ilva so auf halbem Weg über das Feld und dann sich gerade noch so abfängt und so einen großen Ausfallschritt macht und über einen Eisigel drüber. Während hinter ihr Yetis aus dem Wald rausstürmen, aber vorher Ikayo auch nochmal ankommt. Und die Eisigel es gibt ein paar klirrende Explosivgeräusche. Stehen die Yetis danach noch und die Zombies? Gucken wir mal in der nächsten Runde. Die Zombies, die seht ihr noch gar nicht. Die sind ein bisschen langsam. Ja, die laufen mit Sicherheit nur straight rein. So, wichtig ist, was machen jetzt Lothia und Goswin? Die sind nämlich zuerst dran in dieser Runde mit dem Feld. Also wir können euch drei eigentlich zusammenfassen, weil ihr lauft jetzt so gemeinsam. Wir machen er bleibt quasi kurz wie angewurzelt stehen. Und so bremsen und dann Eisblüt ist noch bewusstlos, oder? Mhm. Gib sie mir. Ja, ich reiche sie dir entgegen. Und halt so auf die Schultern. Wiegt ja nichts, das arme Ding. Jetzt sollten wir langsam da durch. Und wenn wir Verfolger haben, etwas auf die Igel werfen oder schießen. Geht vor. Schön festhalten, Eisblüte, und nicht aufwachen. Gute Idee. Ja, genau. Jetzt so ein, wie man manchmal so kurz vorm Einschlafen hat, so mal zucken, weil oder so ein Ding.
Ja. Albtraum. Ich habe geträumt, ich werde von Menschen getragen. Was ein Albtraum. Ja. Ja, ich würde sagen, durch das Tragen kriegt Lothian eine Erschwernis von 1 beim Überqueren bei seiner Körperbeherrschungsprobe und Goswin und Hikayo machen das mal so. Ich habe ja heute noch nichts gefumbelt. Patze hat mir gerade schon das. Lasst mich damit in Ruhe, Leute. Kannst du das bitte nicht vorm Würfeln sagen? Sieger, 12, 7, 11, kommen, das geht. Ja, warte mal kurz, das sind mindestens 2 QS. Ah, easy. Ja, 2 QS. Goswin, die 17 ist fies, glaube ich. Hast du noch einen Chip? Bleib bei der 17. Ja, ich würfel jetzt erstmal was anderes. Ja. Gute Taktik. Hättest du mal das für die Körperbeherrschung genommen? Nein. Ich weiß nicht, wer mich gerade noch beobachtet, aber Ikayo hatte noch dieses Chakra-Gar-Schild in den Händen. Und sie hat dieses Schild angestarrt. Und für einen kurzen Moment sieht es so aus, als wollte sie es mitnehmen. Dann spürst sie es mit beiden Händen von sich, das Ding schlittert davon in den Schnee. Und sie... Hinter dich oder vor dich? Hinter mich. Hinter dich, okay. Okay. Und dann versuche ich jetzt durch das eisige Feld zu kommen. Ich wollte gerade sagen, ich an ihr gerade keine Knallen. Ich habe beide Hände voll. Und ich schaffe es. Ich schaffe es sowas von durch dieses eisige Feld. Mhm. 3 Qualitätsstufen. Kann ich mich da durchfinden. Aber das war halt echt gerade so ein... Lothir, Ikayu. Und in der Mitte Goswin. Und das macht es... Pack! Ja, der stolpert. Weil er humpelt. Nein! Kann ich... Ich bin ja hinter ihm. Kann ich ihn fangen? Aber der Eisigel macht nichts. Fehlzündung. Pfup. Noch nicht, zumindest. Diese Runde noch nicht. Ist vielleicht noch zu jung, sein Glück. Also, Ilva. Der ist geplatzt und ich hab was von ihm abgekriegt, ja? Der Eisigel ist gerade noch nicht geplatzt. Du hast ihn berührt, du hast es so gemerkt, so pick. Uah, wenn man auf eine Mine tritt und dann in der Bewegung. Aber es passiert gerade noch nichts. Ja, ihr beide seht wahrscheinlich dann, wie Goswin in der Bewegung erstarrt, auf den Eisigel schaut, den er gerade berührt hat. Aber noch passiert gerade in dieser Runde nichts. Ilva. Und ihr so mitten in der Bewegung. Ilva ist noch dran. Ja, ich laufe weiter. Wenn ich jetzt sehe, dass die anderen oder höre, dass die irgendwie auch kommen, dass da noch mehr Bewegung auf dem Feld ist, würde ich halt schon gucken. Erschwernis um 1 beim Laufen. Alter, ja, ich habe ja auch noch nicht genug Erschwernisse. Was muss ich jetzt machen? Keiner gesagt, dass Heldsein einfach ist. Nee, echt nicht. Was soll ich jetzt würfeln? Hier Sinnesschärfe oder was? Nee, Körperbeherrschung. Körperbeherrschung nochmal? Alter, das ist nicht lustig, du. Das ist echt gar nicht witzig. Nein. Ich habe aber noch einen Chip. Gott sei Dank. Es wird langsam ein bisschen unglaubwürdig, aber ich möchte das hier bitte überleben. Ich brauche den Chip. Warum würfelst du denn alles? Ja, trotzdem. Alles neu. 2 hätten gereicht. Glaube ich. Aber gut. Das ist besser. Hä? Ist das besser? Nein. Mit 1,29? Ne, dann. Nein. Also... Ja, weiß ich noch nicht. Warte, lass mich kurz rechnen. Wenn ich jetzt... 2 sind ja wohl geschafft. Nee, kriege ich nicht. Ich habe nicht genug Fertigkeitspunkte. Mit den Abzügen nicht. Ja, dann auch bei dir. Und hier geht der Hiegel hoch.
Tja. Und es gräbt sich ein eisiger Splitter in dein Bein. Das tut kurz weh, macht nicht richtig Schaden, aber der hängt da jetzt. Ey, Leopard, dann hast du das Gefühl, du hast das in deinem früheren Leben schon mal erlebt? Ja, komisch, ne? Da überschneiden sich die Welten hier. Aber hinter dir, die Yetis haben mit dem gleichen Problem zu kämpfen, denn die ersten, also die vier, die hinterher sind, kippen gerade nach vorne um und landen vornüber im Schnee. Gott sei Dank. Nächste Runde zum Überqueren, letzte Runde zum Würfeln. Lotir Ikayu. Ilva ist dann mit dem Treffer auf der anderen Seite angekommen. Ilva, die ist ja gelaufen. Yippie, yay, yay. Probe um eins erschwert noch wegen Eisblüte, ne? Mhm. Ach, was soll schon passieren? Pff, was soll schon passieren? Nix, weißt du, nix passieren. Hast du mit links? Easy. Ikayu. Mach jetzt keinen Scheiß. Eingefroren, oder? Ja, eingefroren. No. Sieht so aus, ja. Ah, nee, jetzt ja, nicht mehr. Okay. Da ist sie wieder. Ich war die ganze Zeit da, aber man hat mich wohl nicht gehört. Nein. Ach so. Kann ich mir die Probe um eins erschweren, um Gosmin unter die Arme zu greifen? Mhm. Okay. Let's do this. Mutig. Ist die Furchterschwernis eigentlich noch da? Ich denke schon, ja. Ich sehe es nicht in Würfeln, aber ich sehe die Werte im Moment. Körperbeherrschung war das, ne? Mhm. Okay. Das, was du heute den ganzen Abend schon würfelst. Und das ist auch geschafft. Minus 2 sind 8 über, sind 3 Qualitätsstufen. Das heißt, ich packe Gosmin unterm Arm, leg mir seinen Arm über die Schulter und sag ihm, bleib bei mir, wir schaffen das. Und dann dirigiere ich ihn aus diesem Eisigelfeld raus. Und wenn wir da draußen sind, dann drücke ich ihm das Himmelslicht von Rotschweif in die Hand, das ich von Schmerzweger abgenommen habe. Ja. Von Rokiok. Hänge es ihm um den Hals, gib ihm einen Kuss auf die Stirn. Okay, wir kriegen das hin. Komm schon. Und dann ziehe ich ihn mit. Gosvin, Erleichterung um 3 durch Ikayu. Jetzt habe ich gerade nicht mitgezählt. Habe ich heute schon 2 oder 3 Shits ausgegeben? Ich meine 2. Das ist gut. Die 18 muss ich shitten. Trotz der Erleichterung um 3? Ja, mit einer 17 klappt. Mann, mach doch sowas nicht, ey. Kann ja nicht alle Attribute hochskillen. Das ist richtig, das ist richtig. Ja. Also zumindest nicht über 14, das ist schon echt heftig. Setzt noch einen Fuß nach vorne und Baba ist mit der Hilfe von Ikayu und ein Glück, dass der explodierende Eisigel hinter dir, der jetzt mit ein bisschen Verzögerung hochgeht, seine Stachel nicht euch trifft. Aber man hört dieses Puck hinter euch, dieses Klirren. Komm schon, wir müssen weiter. Und hinter Ilva brechen jetzt die Zombies aus dem Wald. So hört man jetzt gleich ein Fup, 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 Fup. Also jetzt gehen wir mal aus der Inni raus. Ich würde mal sagen, ihr trefft euch humpelnd, hinkend und schwer verletzt und ängstlich am Aufgang wieder. Ilva hat einen großen eisigen Stachel im Bein hängen. Und das sieht auch sonst von den Zombies ziemlich gezeichnet aus. Gosvin ebenfalls von den Pfeilwunden. Ich glaube, Ikayu sieht noch halbwegs fit aus. Bis auf den Gesichtsausdruck. Kayo guckt einmal rüber und dann, okay, wir müssen weg, wir müssen durch die Schnecke hoch, die anderen warten beim Eissegler, dort können wir uns um alles kümmern, es ist jetzt nicht mehr weit, kommt schon, wir schaffen das. Los. Jawohl, wir haben auch ja bis jetzt eigentlich alles soweit voll den Plänen entsprechend hingekriegt, ne, wir haben alle Himmelslichter, wir haben Eisblüte, wir sind hier rausgekommen bis jetzt, wir müssen jetzt, also jetzt dürfen wir nicht einknicken.
Komm, wir schleppen uns da jetzt hoch. Das kriegen wir noch hin. Die locken wir hier raus. Auf geht's. Ich mach das Schlusslicht. Lauft. Du bist schwerer verletzt als ich. Du gehst vor. Aber ich kann kämpfen und du nicht. Das ist mir gerade total egal. Haltet die Klappe und bewegt euch. Ayu, ich bin deine Anführerin. Okay. Ja, ich nehme Goswin mit. Ich habe den nicht losgelassen. Ich helfe dir die Treppe hoch. Schleppe immer noch die bewusstlose Eisblüte. Ilva, würfel mal ein W20. Oh Gott. Hast du ein Glück. Bei 19 und 20 wäre was passiert. Aber es ist nur ein eisiger Splitter, der da in deinem Bein hängt. Kann ja auch mal mitlaufen, ne? Ja, nix wie raus hier. Ihr macht's aber wie immer knapp, ne? 19 und 20 würfelt eine 18. Treppe rauf und sobald wir oben sind, suche ich mich nach dem Eissegler um, wo Nituk und Nornara sitzen. Ich meine, bei allem Optimismus, den Lothar in den Tag legt, man sieht auch, wie ihm der Schweiß über den Körper rinnt, weil er hat zwar keine neuen Verletzungen, aber noch die ganzen alten. Ja, Nituk steht oben irgendwie, schaut euch entsetzt an. Was ist los? Sie kommen. Hier, so schnell wie möglich. Auf den Eissegler, los. Ja. Ich schleppe gerade hin. Ja, einmal gerobotet. Also vielleicht ist die Kaiu auch jetzt aufgefallen, weil sie mich ja im Prinzip die ganze Zeit geschleppt hat, dass ich die ganze Zeit vor mich hermurmle und auch auf dem Eissegler sofort mich in die Ecke verkrieche und da liegen bleibe, einfach. Und die ganze Zeit in der Ecke starre und die ganze Zeit nur murmle. Kleidung komplett durchnässt, das, was nicht sowieso schon blutgetränkt ist. Lothir, kannst du Feuer machen? Herr Ingrim, höre mein Flehen. Und einen Brandpfeil auf das vorderste Schiff abschießen, auf den Segler. Während sich euer Eissegler dann in Bewegung setzt, Nituk den steuert, Goswin in der Ecke liegt, wimmernd, Lothir noch einen Pfeil abschießt, gehen die anderen Eissegler der Chakragar in Flammen auf. Denn Nornara und Nituk haben die ein bisschen präpariert. Ja, und kurz hinter euch sieht man vielleicht ein paar schwarze Punkte irgendwie aus dem Eis irgendwie zwischen Flammen hervorkommen. Aber dann, sie können euch so schnell nicht folgen. Auf dem Weg zurück Richtung Friesow. Flucht geglückt. Vorerst. Nanara, kannst du dich um Ilva und um Goswin kümmern? Sie haben einiges abbekommen. Ja, sie geht zuerst zu Ilva. Ja, der Zauber ist ihr schon mal besser gelungen, aber Ilva bekommt langsam, aber sicher ein 10 Lebenspunkte-Polster wieder zurück. Es dauert allerdings dann so lange, dass es, bevor er ankommt, in Friesow sich nicht mehr um Goswin kümmern kann. Okay. Dann gehe ich. Vor allen Dingen wird sie den Splitter entfernen, das dauert am längsten. Wichtig. Dann setze ich mich während der Fahrt neben Goswin und würde ihn einfach in meinen Arm nehmen und seinen Kopf an meiner Schulter bergen und solange er vor sich hin stammelt, werde ich
ihn über dem Kopf und über den Rücken streichen und irgendwie sowas wie, es wird alles gut, wir sind raus, alles gut. Also weit wirst du nicht kommen. Also wenn du dich neben mich setzt und sobald du mich anfängst, schrei ich wie am Spieß und schlag nach dir. Okay. Triffst mich nicht. Aber dann bleibe ich auf Abstand. Hätte ja sein können. Ja, guck dich etwas verschreckt an. Du, also ich schaue dir in die Augen. Beziehungsweise das, was ich krieg's nicht fokussiert, aber auf jeden Fall in die Richtung. Und du siehst einfach nur die nackte Panik. Okay. Es, nichts als Angst im Blick. Mach mal einen Heilkunde-Seele-Wurf, Ikal. Okay, Heilkunde-Seele. Okay. Heilkunde-Seele geht auf. Dann habe ich es gerade so geschafft, ja. Ja, wie versuchst du den Goswin zu beruhigen, wenn du die Panik in ihm aufkochen siehst? Ich mache das, was ich vorher auch gemacht habe. Ich hole das Himmelslicht raus und dann tausche ich mit ihm die Emotionen. Also er kriegt Eindrücke von mir und ich kriege die von ihm. Und wenn ich dafür seine Panik durchleben muss, dann werde ich das auf mich nehmen. Weißt du, ich setze mich auf die andere Seite des Bootes, hole das Himmelslicht raus, fokussiere mich auf ihn und dann... Ja, Goswin, dann beschreib mal die Panik, die Ikayo jetzt voll mitbekommt. Also das wird eine unfassbare emotionale Explosion sein, ja. Du spürst totale Panik, ja, also diesen Drang, wegrennen zu wollen und nicht wegrennen zu können. Angst um dein Leben zu haben, aber eben nicht nur um dein Weiterleben, sondern um alles, was du jemals geschaffen hast. Also dieses mit der Explosion, das ist eigentlich das Bild, was es beschreibt. Es ist einfach eine unglaubliche, also so, als würde da gerade eine Angstgranate in dir explodieren, ja. Genau das. Und was sendest du ihm positiv? Aber ich hoffe, dass sie das jetzt hört. Das ist nämlich schon wieder eingefroren. Skype lässt uns nicht vernünftig spielen. Was sendest du zurück, Ikayo? Hört man mich jetzt wieder? Ja. Okay, gut. Ich werde ihm einfach den letzten Rest Zuversicht, den ich habe, schicken. Ich weiß nicht, ob es hilft, das Gefühl, nicht allein zu sein. Das Gefühl, da nicht alleine durchzumüssen, weil ich kenne diese Panik. Ich kenne sie sehr gut. Und ja, ich würde ihm auch meine Zuneigung schicken. Meine Liebe, so viel ich davon aufbringen kann, wird durch diesen Kanal zu ihm rüberfließen. Er weiß ich gerade nichts. Das ist das, was ich ihm so lange rüberschicke, bis ich irgendwie mitbekomme, dass die Panik vielleicht abebbt. Müsste, welche Auswirkungen hat das? Also ihr teilt das ja quasi jetzt gerade. Beruhigt das denn Goswin? Ich glaube nicht. Und was macht diese Angstgranate mit Ikayo? Schauen wir mal.
Das sieht gut aus. Sie hält dem Stand. Also, sie fängt an zu zittern und sie hat die Augen zugekniffen und wahrscheinlich fängt sie auch an zu heulen. Aber sie hält das aus. Sie hält dem einfach Stand. Und sie versucht einfach weiter diesen positiven Gegenpol irgendwie zu halten. Sie ist ein bisschen hilflos, aber das ist das, was sie halt nicht zu ihm durchdringen lässt, sondern einfach, sie versucht so dieser Leuchtturm, so nach dem Motto, sobald du irgendwie die Kontrolle zurückgewinnst, dann schwimm dahin und wir regeln den Rest. Und solange sitze ich hier und halte das aus. Punkt. Also, ja. Er brabbelt, ich heule. Und ich habe das Himmelslicht umklammert und es sieht ein bisschen aus, als würde sie halt wirklich beten, wie sie da sitzt und ja, das einfach erduldet. Ja, Goswin hat ja jetzt auch ein Himmelslicht, das ein bisschen bräunlich aufleuchtet. Ja, mit ihm leidet. Mehr kann sie gerade nicht tun. Was macht Lothir? Erstmal Eisblüte ablegen. Mhm. Grob mal untersuchen. Deutliche Anspuren von körperlicher Folter. Bewusstlos, aber nur lebend. Schwach, atmend. Mhm. Ich würde mal grob versuchen, ein bisschen zu verbinden. Also wenn noch was nachblutet, halt da ein bisschen verbinden, weil mehr kann er halt gerade nicht machen. Mhm. Geht davon aus, so Asiat auf jeden Fall braucht es Ruhe. Und dann ist die Frage, ob er was von dem gegenseitig Angstbomben hin und her werfen überhaupt mitbekommt bei den beiden. Wenn er da jetzt erstmal eine Zeit lang beschäftigt ist, jetzt die Frage. Ja, sag du es mir, ob du es mitbekommst. Das ist ja dein Charakter. Wie aufmerksam ist er da? Also, dass Goswin da ausrastet, hast du wohl wahrscheinlich mitgekriegt. Das ist ja. Aber auch, dass Ikayo da ist, oder will er dann auch nicht reinfuschen, quasi da jetzt in dem Moment, weil er spürt, dass das wichtig ist für die beiden. Wenn dann Ikayo da sitzt, wie so ein Häuflein Elend auch, dann wird er erstmal zu Ikayo rübergehen. Sich nur neben sie setzen. Und einfach nur eine Hand auf ihre Schulter legen und nichts weiter sagen. Ja, das halt so quasi seine Wärme ein bisschen überstrahlt. Weil er steht ja immer noch unter dem Harmoniesegen. Mhm. Und er hofft einfach, dass es vielleicht ein bisschen hilft, ihr Kraft zu geben, weil die Anstrengung, die ist ihr anzusehen, was sie da mitmacht. Er weiß nicht genau, was sie mitmacht, aber da er selber sich ja ein bisschen mit Seelenheilkunde auskennt und dass die Himmelslichter sehr heftige Sachen untereinander auslösen, auch was Gefühle betrifft, mhm, er will sich da einfach nicht einmischen, weil er das Gefühl hat, dass das dass die beiden das wirklich untereinander ausmachen sollten. Aber er wird dann halt so viel Zuversicht und Kraft abgeben, wie er halt kann. Mhm. Halt einfach da sein und dass Ikayo seine Nähe spüren kann. Nachdem ihr dann eine Weile gefahren seid, ebbt der Zauber dann auch endlich ab. Und naja, es sind nur noch die Eindrücke, die der Zauber in eurem Verstand, in eurer Seele hinterlassen hat, die nachwirken. Mit dem Heilkunde-Seelewurf wird Goswin wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen einkriegen können, wenn er denn möchte. Oder zumindest realisieren, dass dieses übernatürliche Angstgefühl schwindet. Also diese
diese hektische Phase hört auf jeden Fall auf. Was im Prinzip bleibt, ist so eine Art betäubt sein. Also er wird sich zwar mit dieser Panik ein bisschen beruhigen, allerdings wird er dann sehr teilnahmslos einfach sitzen bleiben. Und auf den Boden starren. Ja, in dem Zustand erreicht ihr Friesow. Werdet dann umringt von helfenden Händen, die euch von Bord helfen. Und schaut in fragende Gesichter. Auftrag ausgeführt. Schauen so zwischen Goswin und Ikayo hin und her, sehen die schwer verletzte Ilva, die jetzt ja eigentlich gar nicht mehr so schwer verletzt ist, weil Nonara sich um sie gekümmert hat. Wo ist Quenya? Sie steht da am Anleger. Also die seht ihr auf jeden Fall auch. In ihrer schillernden weißen Robe. Goldener Schmuck. Ich wink sie an Bord zu kommen. Ich steig noch nicht aus. Nicht bevor ich ihr gesagt habe, was wir zu sagen haben. Ja, und wenn sie an Bord ist, ja, dann nehme ich auch sie beiseite und sage... wie heißt er? Wiegbald. Genau, Wiegbald von Valio wird in ihrem Windschatten auch folgen. Ich nehme auch von mir aus beide beiseite und werd ihnen dann sagen, sie haben einen sechsgehörnten Dämon. Und ich hoffe, dass wir verhindern können, dass er den Norden verlässt. Und das ist eure Aufgabe. Denn ich weiß nicht, was ich tun werde, um zu verhindern, dass dieses Ding den Norden verlässt. Ja, sie weiß nicht, sitzt du, stehst du, was machst du? Sie steht, also Ikayo steht vorhin, die ist 1,50 Meter komplette Körperanspannung. Sie hat die Fäuste geballt. Die Knöchel sind weiß. Sie ist vollkommen fertig von dieser Angstattacke, die sie ausgesehen hat. Ihre Augen sind verheult. Wahrscheinlich sind einige Tränen sogar teils gefroren, teils wieder aufgetaut, während sie halt da steht. Und sie ist durch den Wind. Ihre Haare sind zerzaust. Sie sieht vollkommen durchaus. Aber ihre Augen brennen. Von einer Intensität, die könnte sogar einen Geweihten das Fürchten lernen. Also da ist kein Zweifel in ihren Worten. Wenn dieses Ding den Norden nicht verlässt, dann wird sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um dieses Ding daran zu hindern, den Norden zu verlassen. Ja, sie schaut dich mit ernstem Blick an. Zieht dann ihre Handschuhe aus. Nimmt dann mit beiden Händen deinen Kopf irgendwie so an den Backen. Schaut, neigt sich dann was runter, weil sie ist größer als du. Jeder ist größer als ich. Und du schaust in dieses Zuversicht ausstrahlende Gesicht. Du siehst den goldenen Stirnreif, den sie als Zeichen, einen Greifen trägt als Abzeichen. Und dann sagt sie, lass das unsere Sorge sein. Ihr müsst euch nicht um alles kümmern. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. Schöner. Wir haben uns schon sowas gedacht, die Kaju. Wiegbald und ich haben
einen Plan, denke ich. Wenn dieses widernatürliche Wesen seinen Weg mit uns kreuzt, wird es das bereuen. Bei den Zwölfen. Ihr seid nicht nur einer der Vertreter der Zwölfe, sondern wir sind viele. Und es wird den Zorn der Götter spüren. Das verspreche ich dir. Kaio ist das tatsächlich immer noch ein bisschen unangenehm, weil sie Angst hat, dass sie, dass Quinia spürt, dass sie immer noch diesen Schatten vom Namenlosen auf ihrer Seele hat, den sie ja in sich spürt, weil sie diesen dummen Dolch hochgenommen hat. Aber das ist ihr jetzt gerade egal. Also sie klammert sich an diesen Worten fest. Das ist gerade das Einzige, was sie davon abhält, sich jetzt neben Goswin zu setzen. Und das war's. Ja. Ja, du merkst so ein Erkennen im Gesicht. So ein entlarvendes Erkennen, vielleicht sogar im ersten Augenblick. Aber ein Lächeln. Ein gütiges Lächeln. Ja. Und dann schaut sie dich weiter an und also schaut mit ihrem Blick durchbohrt quasi dich, wenn sie dir in diese lodernden Augen reinschaut und sagt: Praios ist Gerechtigkeit, Ikaio. Gerechtigkeit, nicht Verurteilung. Und Ikaio fängt an zu heulen. Schon wieder. Dann lässt sie dich los und schließt dich in die Arme. Ordnung und Gerechtigkeit. Ikaio. Ordnung und Gerechtigkeit. Sie schaut so über die Schulter rüber zu Goswin und Lothir und Ilva. Und währenddessen mit verschränkten Armen steht Wiegbald daneben. Betrachtet das so ein bisschen, den dick großen Rondrakamm auf den Rücken geschnallt. Lothir betrachtet die Kaio auch mit einem sehr seltsamen Blick, also so in ihrem Rücken. Scheinbar als hätte was nochmal endgültig Klick gemacht, könnte man fast sagen. So als wäre ihm jetzt nochmal etwas aufgegangen, was ihm schon irgendwie klar war, aber was sich jetzt komplett in sein Bewusstsein gestohlen hat. Jetzt sie so von, also quasi den Hinterkopf betrachtet. Wiegbald geht dann nach vorne, sieht er immer noch den schlotternden Goswin immer noch? Oder wie hat sich Goswin inzwischen wieder im Griff? Ja, nee, der ist in so einem Stupor. Also der reagiert jetzt eigentlich auf gar nichts mehr. Starrt nur noch. Dann kniet sich der Rondra-Geweihte auf ein Knie nach unten. Du schaust dann wahrscheinlich ans Nichts. Dann nimmt er so versucht deine Hand zu nehmen. Und dann merkst du halt die Berührung der schweren Kriegshandschuhe. Ja, jetzt kommt keine Reaktion mehr. Also gar nichts. Er kann im Prinzip machen. Ja, und dann würde er einen Segen der Rondra sprechen und sagen: Die Leuen möge dir Zuversicht zurückschenken, die du verloren hast. Furcht ist nicht mehr im Angesicht deiner Feinde. Die Löwin und Leuen steht auf ihrem Streitwagen an deiner Seite, fliegt über das Himmelszelt und verheert alle deine Feinde, Goswin. Sie sorgt sich um unsere Seelen. Sie ist bei uns auf dem Schlachtfeld, was immer du gesehen hast. Keine Furcht, Goswin.
Zuversicht, Mut. Im Namen Rondras. Erheb dich. Steh neben mir wie ein Krieger. Dann steht Rondra neben uns allen. Und dann versucht er, dich hochzuziehen. Auf die Beine. Ja, wie gesagt, ich mach mit. Also, er kann mich hochziehen. Ich gehe... Also wahrscheinlich auch durch die Kraft dieses Segens werde ich dann auch schon klar stehen. Ich schaue aber trotzdem immer noch total leer. Und wiederhole aber ein bisschen so die Worte. Leuen an meiner Seite. Immer. Sie zerschmettert deine Feinde. Wie der Sturm kommt sie zwischen sie, verheert sie alle. Keine Furcht. Oswin. Mut und Ehre in der Schlacht. Ja, bei so vielen göttlichen Wundern, die jetzt rechts und links stattfinden. Also Lothar schaut, hat da kurz mal so rüber geblickt, auch als die beiden hohen Geweihten gesprochen haben. Ja, so hoch Schott ist der Weg bald gar nicht, aber... Ja, ja, aber für Lothar hat schon. Ne? Ja. Halbgott und so. Ja. Schaut dann nochmal auf Icarus Hinterkopf. Ihr Zwölfe. Und eure Kinder. Immer wieder habe ich mich einer Frage gestellt. Was macht einen wahrhaftigen Geweihten aus? Was für Eigenschaften braucht er? Ich dachte, ich wüsste die Antwort. Ich dachte, sie läge klar vor mir. Und in gewisser Weise ist das auch so. Ein Geweihter muss, sollte, vorsichtig sein, aber mutig. Angst verspüren und sie überwinden können, wenn es wirklich drauf ankommt. Er sollte zurücktreten können, um anderen Platz zu machen und vortreten, wenn seine Zeit gekommen ist. Er sollte furchtbare Angst verspüren und qualen und gleichzeitig sie selbstlos von anderen nehmen und mit anderen teilen und sie von ihren eigenen Qualen erlösen können. Er sollte ein Fanal der Hoffnung sein und so bescheiden, dass er es nicht sehen will. Ich hoffe, ihr da oben, wenn ihr auf uns herabblickt, vergesst nicht, dass ich gerade den perfekten Geweihten vor Augen habe. Soweit auf Icarus Hinterkopf blickt. Auf der Segelstange oben sitzt eine Krähe und macht in dem Moment Tra! Und flattert davon. Das war Ilvas Prüfungsoffizier. Der hat alles gesehen, die hat bestanden. Und auf Lothiers Anzim Gesicht, das ist stolz zu sehen. Also tatsächlich ist der überwiegende Part, den er gerade empfindet, stolz auf Icaio. Ja, man nimmt euch zumindest mit in das Schamanenzelt von Yutanuk, der wohlriechende Tinkturen angerührt hat und Tees zubereitet hat, also zumindest hat zubereiten lassen von seiner Frau. Vielleicht kehren jetzt auch so leicht ein paar Lebensgeister dann auch in den erstmal göttlich gestärkten, aber dann auch wieder noch, ja, doch noch nicht ganz geheilten Goswin wieder, wenn er den
den Teegeruch riecht und den zahnlosen Schamanen ein bisschen hibbelig und lächelnd vor sich sieht. Kommt, 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 ich kümmere mich um alles. Habt gut gemacht, glaube ich, oder? Alles geklappt. Oh, das Elfenmädchen habt ihr auch dabei. Legt sie da auf den, auf die Felle. Ich kümmere mich um sie. Sie muss überleben. Ah, das kriegen wir hin. Nonara und ich werden uns um sie kümmern, ja, ja. Ich habe Nonaras kleine Helferin ein paar Kräuter suchen geschickt. Wenn sie wiederkommt, kann ich noch einen besonders starken Tee anrühren, der Lebensgeister wieder zurückrufen wird. Fehlt nicht mehr viel. Ja, Wiegbald sieht dann ein bisschen ernster aus und steht dann da und fasst Ikayo dann so an der Schulter und dreht sie so ein bisschen rum. Wie lange noch? Kann ich das schätzen? Mit meiner Wildniskenntnis? Ja, du bist ja unsicher, wie schnell Chakragar zu Fuß sind. Dem Eissegler, wie lange haben wir gebraucht? Dem Eissegler wart ihr jetzt 60 Minuten oder so ungefähr unterwegs. Und hin haben wir etwa einen Tag. Ja, da wart ihr auch nicht mit dem Chakragar-Eissegler. Ich weiß nicht. Die sind schneller als wir. Wer weiß, was die da noch für Viecher haben, die wir vielleicht alle gar nicht gesehen haben. Wir wissen, dass sie Krabben, Dämonoiden und irgendwas, was im Dunkeln Feuer speien kann und riesige Spinnen und Goblins und wir haben das alles schon gesehen. Also bis auf das Vieh, das Feuer speit. Ja. Also wir sollten uns auf jeden Fall bereit machen. Wir haben das Eis präpariert. Es wird noch ein paar Stunden dauern, aber sie werden nicht bis morgen. Also es wird nicht bis morgen dauern, glaube ich. Und sie werden sich auch von hereinbrechender Dunkelheit oder irgendwas nicht aufhalten lassen, sondern das gerade zu ihrem Vorteil zu nutzen versuchen. Ich denke auch, dass sie bei Einbruch der Nacht spätestens hier sind. Ja. Ich habe die Schriften noch einmal studiert, die Ohm Volker verfasst hat über den Himmelsturm und die Begegnungen dort mit diesen Wesenheiten. Fanta hat mich darauf hingewiesen. Es geschrieben hat in 30 verschiedenen Sprachen. Den Heldenepos von Phileasson, dem König der Meere. Nee, dann reden wir von wem anders. Nun, er und seine Otayasko sind wohl auf ihrer Reise einmal rund um Dere auf diese Wesen schon einmal gestoßen und sie scheinen lichtempfindlich zu sein. Das heißt, sie werden euch wohl nicht in Tageslicht verfolgt haben. Ja, was auch immer. Fackeln und müssen alles bereit machen. Ich bin gar nicht gemutet. Eben war es fast so, ja. Nee. Also wir brauchen auf jeden Fall, also dann brauchen wir auf jeden Fall irgendwie Fackeln und andere Dinge, mit denen wir Feuer machen können. Möglichst helles Licht. So viel Licht wie möglich. Möglichst helles Licht, gucke ich so die Praios-Geweihte an. Ist ja auch ein bisschen euer Metier. Nicht wahr? Ich weiß nicht. Ilva, wenn du uns fürs Licht machen einteilen möchtest, dann können wir uns leider nicht um den Dämon kümmern. Ich denke, das hat Priorität. Ja, vermutlich. Aber wir haben doch jetzt alle Himmelslichter. Und also
Eisblüte hat schon empfindlich auf die reagiert. Wenn wir jetzt alle haben, sollte das nicht irgendetwas bewirken? Ja, aber wir wissen immer noch nicht, wie die blöden Dinger funktionieren. Ich habe es echt versucht mit meinem Ding. Das ist eigentlich nur ein hübscher Stein. Ich habe noch nichts damit zusammengekriegt. Inzwischen glimmen sie irgendwie. Also, ja, manchmal haben sie ja nur aufgeglommen, wenn ein anderes in der Nähe ist. Jetzt steigen sie permanent zu glimmen. Also Goswins zum Beispiel in diesem bräunlichen Ton. Und wenn Goswin sich jetzt umschaut im Zelt und vielleicht so jetzt so auch durch diesen Teegeruch ein bisschen wieder klarer im Kopf wird. Vielleicht hat er auch den ersten Schluck oder so schon getrunken. Meinst du, schaust du dir an, wenn du so durch den Raum guckst? Naja, wahrscheinlich würde ich meinen Blick erstmal ein bisschen streifen lassen und gucken, was so mein Blick fängt. Mhm. Wo geht dein Weg denn zuerst hin? Beim Streifen lassen. Also jetzt erstmal auf Ilva, die hat gerade gesprochen. Mhm. Also wie auch immer das sonst so wahrgenommen wird, aber also Ilva ist ziemlich ruhelos gerade. Ne? Die zappelt so ein bisschen seltsam beim Sprechen, also irgendwie steht sie nicht still und irgendwie guckt sie auch die ganze Zeit immer irgendwie von einem zum anderen und irgendwie so rastlos in der Gegend rum und jetzt hier in einem Zelt sitzen und Tee trinken, ne? Also da kriege ich gerade auch ein bisschen, das geht gerade gar nicht. Und wenn jetzt nicht gleich irgendwer irgendwas Gescheites sagt oder irgendwie einen klugen Plan hat oder was, dann bin ich hier raus. Wenn wir uns jetzt hier hinsetzen zum Tee trinken, dann ist das hier. Und Roboter. Und Roboter vielleicht, aber dann laufe ich nach draußen und und fahren werde rennen. Von laute, brummende Dinger verfolgen mich. Und ja, und werde gucken, dass ich möglichst viel auch nochmal vom Lager irgendwie abgehen kann und auch gucken kann, was sie da vorbereitet haben. So, ich fühle, also einfach aus Rastlosigkeit und auf irgendwie. Roboter, vergiss es. So gut wie möglich drauf vorbereiten. Ja. Ja, ich krieg nur die Hälfte mit. Goswin, dein Blick verändert sich. Während du auf Ilva schaust und dann deinen Blick schweifen lässt. Wenn die anderen Goswin wiederum ins Auge fassen wollen, wird Folgendes passieren. Ihr seht, wie seine Augen diese gleiche bräunliche Färbung annehmen, wie das Himmelslicht ausstrahlt. Und Goswins Blick erweitert sich. Du schaust Ilva an und siehst quasi, wie ihr Blut durch ihre Adern strömt. Du siehst ihre Lebenskraft. Du siehst die kleinen Tiere, die irgendwie hinter der Zeltplane über das Eis laufen, durch den Schnee laufen. Du siehst die Schlittenhunde draußen, wie sie herumtäulen. Du kannst ja die Lebewesen an in ihrer Lebensenergie erkennen. Du siehst ihr wahres Ich, würde ich jetzt so sagen. Wenn du den Zauber sonst nicht kennst, dann wird es so wirken. Der Traum eines Piraine Geweihten. Der Traum eines jeden Folterknechts. Oder das. Genau zu sehen, wo man Lebensenergie abzapfen kann. Ja. Dadurch kannst du Jutanuk, der sich gerade um Eisblüte kümmert, sehr hilfreiche Tipps geben. Denn ihre Lebensenergie ist verschwindend gering, aber noch da. Du kannst genau sehen, wo, an welchen Punkten man sie berühren muss, um die Blockaden zu lösen.
Du siehst genau, wo die Stockungen sind. Du durchschaust das Leben in diesem Augenblick. Dann werde ich einfach mal aufstehen und, also ihr seht mich halt langsam mich bewegen und ich löse diese Verspannung, löse diese Blockade. Weiß genug, also ein bisschen wie Akupunktur wahrscheinlich. Mhm. Ja. Kannst du mal eine Magiekundeprobe machen? Ob Goswin das bekannt vorkommt irgendwoher? Boah, das sieht gut aus für einen Magier. 2, 18, 1. Ja, ich bin Goswin, ich bin kein Magier. Was? Neue Klasse in DSA 5, Goswin. Goswin, ja, das Hauptattribut Südländer. Ja. 2 Qualitätsstufen. Ja. Kennst dieses Thesis aus einer Vorlesung über Hellsichtsmagie? Vor allen Dingen Elfen, da du ja bei Elfen auch gelernt hast, denke ich, wird dir das auf jeden Fall irgendwann mal untergekommen sein. Es ist dein Exposami-Lebenskraft, würdest du jetzt behaupten. Ja, also wie gesagt, ich wandle da jetzt umher, mach bei manchen Leuten so eine Akupressur. Geh auf Ilva zu, schaue ihr tief in die Augen. Man sieht dieses bräunliche Leuchten. Du bist rastlos, aber du musst sitzen bleiben und zur Ruhe kommen. Trink noch Tee. Ich will jetzt nicht rumsitzen und Tee trinken. Das wird aber gut für dich sein. Glaub mir, ich sehe genau, was gerade mit dir nicht stimmt. Also ich glaube ja, was ganz gut für mich wäre, wenn ich ein paar Zombies die Fresse polieren könnte. Dazu wird es kommen. Aber wenn es soweit ist, musst du ausgeruht sein. Das palmutfarbene, dieser palmutfarbene Stein auf der Krone von Ilva fängt auch, es leuchtet auch. Und irgendeine merkwürdige Aura, die ihr schon mal wahrgenommen habt, umgibt Ilva. Sie wirkt in ihrem, was sie dir sagt. Sie sagt, ich will schnetzeln, Zombies schnetzeln. Wirkt sie merkwürdig autoritär und, naja. Das ist durchaus richtig, aber Autorität hat Klugscheißerei auch noch nicht besiegt. Deswegen und ich bin gerade nicht nur Klugscheißer, sondern ich weiß, dass das gut ist. Du hast mal wieder die Sonderfähigkeit Anführer. Yay! So. Jetzt tut er, was ich sage. Naja, was ist, wenn du Tee trinken willst, dann gönne ich dir deinen Tee, aber... Ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Und ich möchte nach draußen gehen. Das ist aber das Falsche. Du darfst hinterher zu mir sagen, nee, ich hab's dir ja gesagt, aber ich kann dir jetzt nicht sitzen bleiben. Ich schaue an mir herab. Nehme mir einen Tee. Setz mich zu Ikayo. Und nehmen sie in den Arm. Ja, sie lehnt sich an dich. Zum ersten Moment musste sie erstmal gucken, so nach dem Motto, okay, ist das immer noch dieses irre Starren? Schlägt er gleich wieder nach mir? Nein, okay, seine Augen sind jetzt noch merkwürdiger als vorher, aber whatever! Und dann lehnt sie sich einfach an dich und die ist vollkommen fertig mit der Welt. Die kann nicht mehr. Sie kann nicht mehr. Punkt. Gerade in der Lebensenergie, die du wahrnimmst, wirst du diese Schwankungen dann wahrscheinlich auch wahrnehmen.
Ich streiche über den Kopf. Das ist in Ordnung. Jetzt, in diesem Moment, ist es in Ordnung. Ja, sie heult wieder. Das ist gerade einfach so. Irgendwie Ballast am Loswerden, bevor sie nachher wieder dem Mist da draußen die Stirn. Nein! Newtanuk steht auf und torkelt so umfasst jetzt alle beide. Aber nicht doch! Ist doch alles gut gegangen! Nein, ist es nicht! Hey, ihr da, Gruppenkuscheln, kommt her! Ey, ich würde mir eine hauen, wenn ich gerade im Jesus-Mode wäre, ja? Er ist 100, über 100 Jahre alt, tu es nicht, ihr würdet es nicht überleben. Ja, und seine Frau zuppelt so einfach, jetzt lass die doch mal! Was denn, das ist doch so schön! Was ich jetzt aber gerade mal interessant finde, ist, ich sehe zwar die Schwankungen bei Ikayu, aber kann ich auch irgendwas Ungewöhnliches sehen? Tanne? Keine Ahnung, sieht man das? Ich habe ja immer noch diesen Makel. Er schaut dir ja nicht in die Seele, er schaut ja auf deine Lebensenergie. Also von daher wird er da wahrscheinlich nichts sehen. Keine Ahnung, wenn er jetzt herausfinden will, ob ich schwanger bin, dann dürfen wir 20er. Vielleicht ist das doppelte Lebenskraft. Soll ich mal? Wieso muss ich das würfeln? Würfel doch mal einen Gesichtswürfel. Ich finde, das ist eine gute Szene. Ich würfel den und zeige den keinen. Moment. Sag es mir oder schreit es ihm. Weil ich weiß es ja, wenn nicht. Schreit es ihm. So macht man Zuschauer wahnsinnig. Spätestens jetzt wäre es der Zeitpunkt, wo du es ihm erzählen solltest. Wenn wüsste ich es nicht. Also wenn würdest du es jetzt vor mir wissen. Also warte auf das, was Koali dir sagt. Schauen wir mal. Tja. Dafür müsste ich jetzt hier erstmal alle Bilder wieder abdecken. Das machen wir vielleicht später. Okay. Ja. Ja, mit Blick auf die Uhr schätze ich, dass wir mit dieser schönen Szene Goswin, der nach Anzeichen von ungewöhnlichen Dingen tastet, Ilva, die mit dem Satz, ich will Zombies schnetzeln, ungewöhnlich anführerhaft wirkt. Also noch mehr als sonst. Ich finde, das ist ein guter Name für die nächste Folge. Ich will Zombies schnetzeln. Ja. Die drei Geweihten, die im Zelt stehen und anerkennend irgendwo immer nur nickend hinstehen, wenn es Yutanuk anfangen mit Gruppenkuscheln, sich ein bisschen verwirrt anschauen gegenseitig. Ja, und hiermit, also in der Jurte von Yutanuk und seiner Frau, verlassen wir die Gruppe. Und hoffen, dass in der nächsten Nacht, wenn die Chakragar in ihrem Zorn durch über das Eis wieder nach Frigorn, nee, nicht Frigorn, Frisov, Frisov, da wo es angefangen hat, wird es auch beendet. Werden wir dann schauen, ob die Himmelslichter noch mehr Fähigkeiten zeigen. Und ob ihr den Dämon gebannt bekommt. Jetzt, wo ihr zumindest die Yetis schon mal rausgenommen habt, zu großen Teil. Zumindest das kann man als Vorteil ja mal stehen lassen. Ja. Und wie gesagt, einfach mal mit einem schönen, warmen Feuer in der Jurte, in einem schönen Augenblick verlassen wir dieses Ding. Im Hinterkopf haben, dass es jetzt erst richtig losgeht. Ja, man riecht das Finale.
Ihr macht mich fertig, I'm out. Ja, danke schön fürs Mitspielen. Danke fürs Zugucken. DSA-Kampfregeln mag ich immer noch nicht. Aber ich denke, wir haben es runtergebrochen. Also, wenn man mal, ihr habt halt zu viert gegen eine ganze Armee. Da ist man auch schnell in einer Attackphase auch mal rum. Wenn wir das jetzt alles ausgewürfelt hätten, dann säßen wir jetzt noch da dran. Ich denke, das ist so eine gute Grundlage gewesen, das so ein bisschen abzukürzen. Ja. Und ihr kriegt alle noch durch Nornaras, Vikas und Jutanuk und seiner Fraus Einwirkungen von Heilsalben und Tees und Tränken, die gebraut werden bis zum nächsten Tag. Alle wieder volle Astralkamal und Lebenspunkte, damit ihr mit voller Kraft in die Endschlacht reingehen könnt. Jetzt haben die keine Chance mehr. Jetzt. Ich bin das erste jetzt. Mal seit der ersten Session wieder voller Astralenergie. Das kann gar nicht sein. Wir sind doch zwischendurch tagelang unterwegs gewesen. Da musst du doch regeneriert haben. Na gut. Jetzt lügt er hier die Zuschauer an. Mich selber ja auch. Aber er fühlt sich so aufgeladen wie noch nie vielleicht. Er fühlt sich so aufgeladen wie noch nie. Jetzt, wo er die Lebensenergie aller Leute, aller Lebewesen um sich herum wahrnehmen kann, ist es, ja, so ein bisschen, der Predator-Blick vielleicht. So ein Yeti so, oh! Strahl. Ja. Cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr da draußen zugeschaut habt. Wenn ihr mehr Rollenspiele haben wollt, nicht nur DSA, sondern vielleicht auch was anderes, schaut doch auf dem Nordpol oben. Über mir läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Mein Helfer hat die ganze Zeit auch schon den Link zwischendurch immer wieder in den Chat reingehauen. Einfach mal reinschauen auf dem Nordpol. Da gibt's eigentlich jeden Tag mindestens 1, 2, 3, 4, 5 Rollenspiel-verwandte Streams oder YouTube-Premiering, die man da angucken kann. Mit Klingen der Nacht geht es weiter, wenn ich auf meinem Kalender gucke. Wann geht es weiter? Am 11. Laut steht bei mir. 11. September. 11. September steht bei mir auch drin, ja. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das ist da vermerkt bei mir. So, wenn alles klappt zumindest. Das Real Life kommt ja, funkt ja hin und wieder immer mal wieder dazwischen. Also könnt ihr gespannt sein, ob wir dann aus dem Finale einen Mehrteiler machen oder ob wir das in einem Teil durchziehen. Das wird sich dann zeigen. Wir lassen uns wie immer genug Zeit für alles. Und aber so langsam. Finale, Freunde. Wir spielen mal eben ein kleines Abenteuer DSA. Oh. Ein kleines Abenteuer. 2 Jahre später. Finale. Ja. Ja, für alle, die es nicht wissen, wir wollten das ja eigentlich nur als kleines Zwischenprojekt zwischen zwei anderen Sachen machen. Und das ist etwas ausgeartet. Aber schön. Ja, ja, vielen Dank euch da draußen, die ihr so fleißig kommentiert habt. Zwischendurch wart ihr ein bisschen geschockt von den ganzen Sachen. Wir haben 23 Zuschauer, das ist ordentlich. Danke, danke, danke. Wenn ihr das später auf YouTube schaut, hinterlasst uns doch einen Kommentar unten drunter, wie ihr es fandet. Und wenn ihr da schon mal seid, könnt ihr auch einen Daumen nach oben geben, wenn ihr denn möchtet. Oder nach unten, wenn ihr denn möchtet. Beides für den Algorithmus egal. Gleichwertig. Und wann geht's weiter mit irgendwas Rollenspielspezifischen, denn außerhalb dieses Kanals bei Rerion? Mensch, Quali, das ist ja toll, dass du fragst. Ist auch gar nicht abgesprochen. Fast wie abgesprochen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, geht es direkt Montag bei mir weiter mit den Transsilvanischen Chroniken. Huhu, Vampire Dark Ages. Oder genau, in der beliebten Version Rerion. Ja, der sogenannten VR. Genau. Wenn ihr das auf nicht YouTube schaut, dann könnt ihr oben rechts in der Ecke das i anklicken, dann da ist der Kanal von Rerion auch verlinkt. Und dann findet ihr das auch. Und wann geht's weiter mit irgendwas mit Feder? Bei mir wird im Laufe der nächsten Woche das dritte One-on-One
veröffentlicht werden, das ich mit Bioing aus meiner Wechselback-Chronik aufgenommen habe. Dann habe ich alle meine Spieler durch. Und ich bin durch und wir sind durch und überhaupt. Ansonsten bin ich Mittwoch auf dem Kanal von Mischka zu sehen, in einem Subble-Stream zum Thema Feedback. Ja. Und danach ist wieder Engel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann auf diesem müssen wir Teambuilding betreiben. Ja. Gott, ey, eine Baustelle nach der anderen. So viel zu tun, ja. Gibt es denn auch irgendwas von Pölle in nächster Zeit? Ja, im Moment ist ein bisschen schwierig terminlich. Also ich habe bis jetzt was für die G7 stehen, erst wieder am 26.09. tatsächlich, also in einem Monat. Mit der Leopardin. Yay, nachdem das das letzte Mal leider ausgefallen ist, wegen Zeug. Wegen genau. Zeug, ja, wegen Scheißwetter und Kopfschmerzen und bla, ja. Ja, ja, ja. Ansonsten hau ich am Sonntag wieder Äxte. Bei Phileason, ja. Sonntag geht's weiter mit der Phileason-Saga. Ach, da bin ich ja auch dabei. Ach, ja. Ja, und die Leopardin spielt dann außer bei mir und beim Pölle, glaube ich, sonst inzwischen momentan nirgendwo, ne? Das doch, aber das ist ja jetzt am 2. September, habe ich zumindest hier noch Unknown Armies, den zweiten Teil bei Hotney im Kalender stehen, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht mehr, aber das steht hier noch. Moment, habe ich das nicht in meinem Kalender? Also habe ich am 2. September habe ich noch nichts drinstehen. Das ist mir neu. Aber ich ja. dachte, wir hätten darüber gesprochen, aber vielleicht war das auch nur ein Terminvorschlag, den ich irgendwie blockiert habe, aber es steht da jetzt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wir sollten Hotney fragen. Ja, wir sollten den Spielleiter mal fragen, ob wir das spielen. Ja. Ob wir das spielen am Montag. Ich habe das jedenfalls drinstehen. Alles klar. Gut, dann wisst ihr jetzt alles Bescheid. Wenn ihr später auf YouTube guckt, dann ist auch unten nochmal eine Linksammlung von allen möglichen Nerdpol-internen Rollenspielkanälen verlinkt. Da könnt ihr euch austoben, wenn ihr meint, ich kann nicht genug kriegen von Rollenspielen. Also wenn ihr da draufklickt, dann habt ihr erstmal jahrelang zu tun, um alles zu gucken. Viel Spaß damit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt einen schönen Tag, morgen, Abend, wann auch immer ihr das schaut. Euch da draußen im Chat nochmal danke fürs viele tolle Schreiben und ich sag euch jetzt nicht alle, weil 23 Leute, da vergesse ich irgendwen. Tschüss. 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 Tschüss.